Ableger, natürlich. Die große Gina Wild, was für eine schöne Erinnerung. Wir haben extra einen Dialog rausgesucht, der auch Kinder, also ne, jugendfrei ist im schlimmsten Fall. Genau, noch. Also er hätte es nicht mit seiner Brechstange machen müssen. Auch der steife Pimmel wäre möglich gewesen. So. Falls ihr euch fragt, was heute hier passiert und was wir heute hier tun. Ich war mit dem Herrn Bielendorfer gerade noch im Roadstop hier um die Ecke was essen. Und das ist unser Plan. Ja. Der ist dort entstanden. Das ist ganz großes Kino. Was habe ich da hingeschrieben? Vollgeschissene Hose ist der erste Eintrag. Das ja, aber ich habe ja auch ein bisschen was vorbereitet. Ach, hast du? Ja, Kleinigkeiten. Zunächst einmal, einmal anstoßen. Reini, ich habe es dir schon aufgemacht. Ich bin wie eine Mutter. Mücke Ruhrexport. Mücke Ruhrexport. Schön, dass ihr alle da seid, ihr Süßen. Mm. Mm. Bitte, bitte. Ah. Es ist so, warte, ja, ich weiß, ich komme mir vor wie der Papst, das fühlt sich richtig gut an. Es ist so schön, überhaupt mal wieder vor Menschen zu sprechen. Also gut, ich rede jetzt ungefähr mit 300 Autos und fühle mich an wie so ein Objektophiler, der in der Audi-Zentrale stehen will. Ist aber egal. Es ist schön, dass ihr überhaupt alle da seid. Das fühlt sich sehr, sehr... Oh nein, Reinhard, das nein. Sind die Reste von den Resten oh, von der letzten Show. Ich habe wirklich keinen Bock, den deine... ist das ekelhaft. Ihr dürft übrigens auch theoretisch den Wagen verlassen. Ihr dürft euch nur nicht miteinander vermischen. Also spontane Kacke-Szenen oder körperliche Übergrifflichkeiten sind heute nicht möglich. Aber sollte euch im Auto zu warm werden, dürft ihr euch neben das Automobil stellen. Reini, so, ich weiß nicht, was Reini heute für uns vorbereitet hat. Eine Sache weiß ich allerdings. Du hast ein paar schöne Fotos aus deiner wilden Jugend mitgebracht. Wir haben uns gedacht, wir fangen mit irgendwas zur Auflockerung an. Ne? Irgendwas, was richtig schön demütigend ist. Diesmal für mich. Der Herr Bielendorfer hat ja letztens ein Foto vertwittert, wo er sagt, er wäre 18 gewesen. In Wahrheit war er wahrscheinlich 28 und sah aus wie so ein Milchbubi. Und ich habe mich heute mit meinem Bruder getroffen, weil ich gedacht habe, wenn ich schon mal in Essen bin, kann ich bei meinem Bruder vorbeischauen. Und der hat mir sehr, sehr lieb so ein Fotoalbum überreicht. Und zwar, also meine Mutter ist ja mittlerweile seit 2 Jahren verstorben. Und der hat alle Fotos von ihr damals eingesackt und hat mir so ein Fotoalbum fertig gemacht, wo alte Bilder von mir drin sind. Ja. Also so aus meiner Kindheit und Jugend. Ich habe da heute durchgeblättert, als ich im Café saß in der Innenstadt und ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen und habe es dann dem Basti geschickt. Ja, ich habe dann auch vom Boden gelegen vor Lachen. Also es kann zu spontaner Blindheit führen. Er sieht teilweise aus wie eine 50-jährige Sozialhilfeempfängerin aus Essen-Karnab. Es ist unfassbar. Mit 5 Jahren. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Und da der Bielendorfer gesagt hat, die müssen wir unbedingt zeigen, habe ich die in den Vortrag reingeschnitten und die würden wir jetzt mal zeigen. Ah, schön, Reini. Dann zeig doch mal die Bilder. Ich habe auch welche von mir. Ob das, warte mal. Für alle, die jetzt eine durchgeplante Bühnenshow erwartet haben, die gesagt haben, werden die Siegfried und Roy des Podcasts heute Abend nicht wirklich alles abfeuern? Ja, natürlich. Reinhard hat den weißen Tiger eben schon befummelt. Oh, wir haben das erste Bild. Ja, das ist ein bisschen die Rache an meinen Bruder. Das bin ich und mein Bruder. Ja, aber dein Bruder ist sehr gut aussehend in der Kombination. Ja, richtig. Der konnte schon immer Kleider besser tragen. Deshalb macht er auch immer noch was Katholisches. Der ist halt Lehrer. Ach, der stimmt, der ist Religionslehrer. Ja, der ist Rallye-Lehrer. Dann hat ihm das Knien weniger gut gefallen als dir. Ach, ist das von deiner Kommunion oder was? Nee, das ist Messdiener. Ach, ich war nie Messdiener. Ich bin ja Atheist. Ja, ich auch. Aber da nicht. Zu der Zeit musste ich noch. Ach, guck mal weg. Messdiener? Du siehst aus wie Hans-Martin Schleyer, Reinhard. Warum siehst du aus wie ein 60-jähriger Korrespondent? Der in der Badewanne liegt. Nein, das war Barschel. Ach stimmt, Schleyer, das war Barschel. Schleyer war... Der im Kofferraum mit der Zeitung. Ja, guck mal hier. Warte mal, wir gehen die mal durch. Da sind ein paar wirkliche Highlights dabei. Wirklich, wirklich schlimme Sachen. Könntest du aufhören, das Highlights zu nennen? Wir sitzen hier vor 600 Menschen, die Eintritt bezahlt haben und zeigen Fotos von deiner hässlichen Kindheit. Highlights ist ein sehr separater Begriff dafür. Komm, dann mach mal das nächste. Machen wir weiter. Gucken wir mal. So. Schon da hätte man sich denken können, der Junge wird mal Naturwissenschaftler. Ne? Das ist geil, ne? Mit dem Kassengestell. Nein, stopp, bitte lass das doch stehen. Man muss es ja im Gesamten analysieren. Du siehst original aus wie jemand, der Käfer auf dem Weihnachtsmarkt kauft, weißt du? So in Glas eingefasste Käfer auf dem Weihnachtsmarkt und die sich dann in so ein Regal stellt. Allein diese Brille dazu. Und was ist das da? Machst du da Handarbeit? Ich glaube, ja. Das ist im Urlaub in Föckinghausen. Ja, da kennt jemand Föckinghausen. Ja, Reini, die hören den Podcast. Du erzählst ständig von Föckinghausen. Föckinghausen war schön, das ist meine Kindheit gewesen. Wie alt warst du? Stopp. Wie alt warst du denn weiß da? Weiß nicht, 8. Lass der Sache doch mal Zeit. Keine Lass Ahnung. Es doch mal genießen. Das warst aber auch ein hässliches Kind, Reinhard. Das muss man mal wirklich sagen. Übrigens, wenn ihr zur nächsten Live-Show kommt, dann zeigen wir Bilder von Herrn Bielendorfer. Nein, wir zeigen gleich. So, wir gucken Kennst du den alten Satz, so ein Gesicht kann nur eine Mutter lieben? In deinem Fall ist das wirklich wahr. Das ist ja schrecklich. So, schauen wir mal weiter. Das, da
der geneigte Zuhörer sieht dort, dort habe ich einen Gameboy in der Hand und spiele Tetris. Das ist an der Kommunion meines Bruders gewesen, da habe ich einen Gameboy geschenkt bekommen und der Tag, also ich war nicht mehr ansprechbar. Ich habe den Rest des Tages so verbracht, mit diesem mit der Wasserwaage gezogenen Scheitel. Deine Eltern sind mit dir nicht zum Friseur, die haben einfach Topf aufgesetzt. Nee, meine Mutter hat mir die Haare geschnitten. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Mutter, die einem die Haare schneidet. Ich war das erste Mal in meinem Leben beim Friseur mit Mitte 20. Und jetzt auch nie wieder. Ja, genau. Und jetzt auch nicht mehr. Ja, hat sich... Wir hatten ihr seid so süß. Wir hatten im Vorfeld dieses Podcasts überlegt, was wir Reinhard sonst so körperlich heute antun könnten. Ich hatte Intimrasur vorgeschlagen, weißt du, aus so einem Gynäkologiestuhl. Den haben wir leider nicht hier hinbekommen. Ich habe heute ein bisschen was mit, dass der Basti leidet, aber das weiß er noch nicht und dazu kommen wir später. Das ist übrigens, so. Ihr glaubt jetzt, wir hätten wirklich, also wir haben vorhin im Roadstop besprochen, was wir hier machen werden und ich weiß wirklich nicht, was Reinhard alles in diesem Rucksack, den er hier irgendwo hinter den Kulissen hat. Nee, das meiste ist in dieser Tasche. Ich bin froh, wenn du dieses Mal nicht komplett bewusstlos wirst. Für die damals, wer war denn einmal ganz kurz wirklich nur die Menschen hupten, die in Frankfurt am Main waren in unserer Show. Seid ihr fertig? Warum guckt ihr euch die Scheiße zweimal an? Aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Ich mach mal kurz weiter, ne? Weil die Guten kommen noch. Die Guten kommen noch. So. Das war ich mit, ich weiß nicht, so 18, 19. Acht Jahre. Damit nee, so, acht. So 18, 19, das war so die Friedenstraube auf dem, ne? Und hier Haare lassen wir wachsen und wir tragen Kontaktlinsen. Ne? Stopp, Reini, warst du da noch Jungfrau? Ja, darüber wollen wir nicht reden. So, das Schönste ist diese Reihe an Bildern. Und zwar, meine Mutter hatte immer ein kleines Passbild von mir in ihrem Portemonnaie. Und das sind die Passbilder, die meine Mutter in ihrem Portemonnaie hatte. Reini, du siehst aus wie einer, der bei der RAF gesucht wird. Weißt du, früher in der Sparkasse. Wir gucken uns das jetzt nochmal im Detail an. Und zwar, es startet als kleines Kind, sehr niedlich noch. Ne? Das ist so Kindergarten gewesen. Es geht weiter. Reini, du bist zu schnell. Nein, ich bin nicht zu schnell. Nein, aber es gab ja irgendwann anscheinend einen Zeitpunkt, an dem sich dein Kiefer verbreitet hat. Da warst du ja im weitesten Sinne noch ganz süß. Ja, ich bin immer noch ganz süß. Ja, genau. Das will ich aber jetzt auch sagen. So. Das ist hart, oder? Bist du nicht die Frau, die damals Maschendrahtzaun gesungen hat? Weißer Pulli. Man sieht es im Bild an, das sind die 90er. Ne? Oh, Rollkragenpulli, weißer Pulli drüber. Oh Gott. Und schön. Oh, 21, 22, 3. Aber du siehst wirklich aus wie einer, der im Geräteschuppen seiner Großeltern ornaniert. Aber wirklich, was ist das für ein Bild? Das Schlimmste ist, es wird noch schlimmer. Nein. Ihr habt ja gerade die Übersicht gesehen. Das ist aber, da würde ich dich nicht mal erkennen. Kenne ich mich auch nicht. Nein, aber das ist ja einfach ein anderer Typ. Matthias G. aus L. Nee, das Schönste, die Details sind hier diese zwei Antennen, die so mit Haarwachs, so zwei Spitzen mit blauem Haarwachs. Warum hast du dir denn so einen Mini-Igel gemacht? Das ist kein Mini-Igel, das sind nur vorne zwei so Spitzen mit so blauem Haargel. Das war Ende der 90er, das war so die Love Parade-Phase. Stopp. So. Stopp. Nein, du gehst da nicht so durch, Reinhard, das ist Gold. Verstehst du, das verbessert meinen Alltag, wenn ich das mal sehe. Apropos Gold, willst du ein Goldwasser? Oh, das wäre aber jetzt ein guter Anlass dafür. Oh, Reini, Alter, Goldwasser ist so widerlich, ne? Was kommt denn jetzt? Das hat meine Frau mir eingepackt. Pinchen? Pinchen. So, erzähl weiter. Ja, also die Gesamtheit dieses Bildes, das war dein Passfoto? Reinhard, das ist komplett unscharf. Das hätte doch keiner einen Ausweis gedruckt. Was ist das? Schüler. Nee, Passfoto kommt gleich noch. Ich mach mal eins weiter. Oh, das ist wirklich... Das ist hart, oder? Ohne Scheiß. Das ist so ein Foto, weißt du, wenn du dann irgendwann mit der Pumpgun durch die Grundschule gelaufen bist, sagen alle Nachbarn, er war eigentlich ein ganz netter Junge. Was zum Teufel ist das, Reinhard? Allein diese Kombination. Ohne Scheiß, du könntest eine 56-jährige ostdeutsche Schleckerkassiererin sein auf dem Bild. Die Regina heißt. Das ist doch überhaupt, das ist doch noch nicht mal ein Typ mehr. Was ist denn das? Das waren lange Haare, die viel zu oft gefärbt wurden, von blau zu grün zu orange zu irgendwas. Und das sind die Reste, die übergeblieben sind. Da warst du schon im Alter, wo man färben konnte? Ja, ja, da war ich im Alter, wo man färben konnte. Wie alt warst du? Oh, Reinhard, das ist richtig widerlich. Ja, das ist toll. Ihr Lieben, wir hoffen für euch, dass ihr auch alle was Erfrischendes zu trinken habt in euren Autos. Habt ihr, ne? Ah, schön. Das ist jetzt, diese Pisse ist wirklich von deiner Hochzeit noch? Ja, das ist noch von meiner Hochzeit. Wie lange? Zwei Jahre oder was? Nee, ein Jahr. Na, immerhin. Ein Jahr. Mmh. Bäh, ist das eklig. So. Ja, schön. Es wurde danach ein bisschen besser. Nicht ja, viel. Reini, noch runter wäre auch Säure ja, im Gesicht. Ja, also, das ist auch, warte mal, Oh. Ja, was man auf dem Foto nicht so gut sieht, ich habe Haare ungefähr so bis hier.
Was? Ja, die sind hinten so zum Zopf zusammengemacht. Du hattest einen Zopf? Ja, ja, hatte ich. Stopp, wirklich? Ja, wirklich. Du, warum? Weil ich noch Haare hatte. Ach so, ja. Und sie tragen konnte. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, welche Folie als nächstes kommt. Stopp, ich glaub, erzähl kurz eine Friseurgeschichte. Was war die schlimmste Frisur, die du je hattest? Okay, gut, dann haben wir das schon mal erklärt. Ja, das ist relativ weit. Fliegt da eine Drohne, Reini? Ja, da fliegt eine Drohne. Das ist erstaunlich, weil wir auf dem Flugplatz sind. Ne? Reini und ich durften eben übrigens in diesem wunderschönen Luftschiff schon mal Platz nehmen und haben da drin ja, Werbung für den Flugplatz gemacht. Das war schön, Reini, ne? Wir dürfen sogar mal, da durften wir mal mitfliegen. Also der schlimmste. Oh nein! Oh, ein Dreh und Trink im Cola-Mix? Geil. Das habe ich ja seit 20 Jahren nicht getrunken. Aber trink nur einen Schluck, wir brauchen da gleich noch ein bisschen was von. Wofür brauchen wir das? Das wirst du merken. Okay. Ein Dreh und Trink. Auch Sie, Herr Remford. Weißt du, das Schöne ist ja besonders für die Techniker, die Menschen in den Kameras, die recht robuste junge Dame an der rechten Kamera. Grüße, mein Hase. Ne, für die ist das ja, die haben ja unseren Podcast. Die haben keine Ahnung, worum sie stehen da und denken, was soll die Scheiße? Weißt du, also wir hatten letzte Woche Arzt Schröder da, der unterhält 2 Stunden. Hier sitzen 2 Typen und packen Dreh und Trink aus. Das ist einfach unfassbar dämlich. Aber gut. Das ist ein bisschen warm hier. Komm, gib mir mal die Mütze. Ich bin ein Mann der Mütze mit wirklich großer. Boah, Alter. Ist das eklig. Ja, ich bin ein Mann, der Mütze sehr gut tragen kann, weil ich sehe original aus, als hätte ich Sex mit meiner Cousine gehabt. Mütze geht wirklich überhaupt nicht bei mir, oder? Ich weiß, dass dein Vater hier ist und ich würde jetzt, aber... Wenn ihr das piefigste Auto findet, mein Vater sitzt in so einem Trabant wahrscheinlich oder Opel Corsa, aber mit 3 Reifen. Reini, nimm doch mal dein Mützchen. Nee, ich wollte die Frisurgeschichte erzählen. Die schlimmste Frisur, die ich jemals hatte, war eigentlich meine ganze Kindheit lang, weil ich hatte, seit ich 6 Jahre alt war, einen Friseur namens M. Ich sage keine Namen mehr in diesem Podcast, weil ich letztens fast verklagt worden bin, weil ich Namen von Jugendfreunden gesagt habe. Ey, das hast du mal erwähnt. Und einer hat das etwas unentspannt mitgenommen. Ja. Und dieser junge Mann, der mich frisiert hat, war ein Michael Jackson-Imitator, also hobbymäßig. Und erzählte auch immer davon, sehr, sehr, nennen wir es mal, also... Meine Oma hätte gesagt, ein bisschen tuntig angehaucht, ne? Also der junge Mann. Aber ja gut, er war Friseur und Michael Jackson-Imitator. Also hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es Chuck Norris gewesen wäre. Und der hat mir meine gesamte Kindheit lang die Haare geschnitten. Und er hat mir wirklich, bis ich ungefähr 14 war und zu meinen Eltern gesagt habe, ich möchte bitte zu jemand anderem, immer einen Mackie geschnitten. Was und ist ich Mackie? Also am Anfang hatte ich so einen Pottschnitt und Mackie war einfach eine Stachelfrisur. Ich sah dermaßen... Heißt das so kurz, also so 2 Zentimeter und dann Gel rein? Nee, und einfach so hoch? 7 Zentimeter und Gel rein. Ich sah aus, als wenn ich meinen Penis in eine Steckdose gesteckt hätte. Das war ganz, ganz fürchterlich. Ich sah unfassbar scheiße aus. Die aufwendigste und schlimmste Frisur, die ich mal hatte, das war auch noch so ein bisschen zu Punk-Zeiten und so, als sie so bunt und kaputt waren. Ist das eklig, Reinhard? Ich habe es süßer in Erinnerung. Ich habe es in Erinnerung? Also was ist das? Das ist wirklich fürchterlich. Das schmeckt... Boah. Ja, das wird nachher besser. Okay. Ich hatte die Haare ungefähr so, ja, weiß ich nicht, lass es mal so 6-7 Zentimeter gewesen sein. Und dann, ich hatte zu viel Zeit und keine Freunde, mit so Haarwachs das Ganze zu so Spitzen. Und zwar um den ganzen Kopf. Ja, das nennt sich Mackie, Rainer. Nee, so gedreht. Zu so, ach du also, Scheiße. Genau, so einzeln so gedreht Spikes, zu so einer Spitze. Zu so einer Spitze, genau. Ich sah aus wie Hellraiser. nur die Nägel andersrum und weniger blass. Das kam bestimmt heiß an bei den Girls, ja, war oder? Hammer, war Hammer. Hammer. Ich habe so viel gefickt, dass ich war nur meistens alleine dabei. Hat sich ja nichts geändert in den letzten 30 Jahren. Jetzt bin ich verheiratet. Ja, ich sag ja. Komm, wir machen mal weiter hier. Wir sind schon, guck mal, hier geht schon die... Ja, was ist das? Moment. Stopp, zurück. Was war das? Das war, wir haben ja letztens... Nein, das darfst du nicht sagen. Du musst die Bilder noch von dir zeigen, wie gestört. Oder war es das schon? Nee, das waren sie schon. Das waren sie? Das waren sie schon, ach so. Ja, das waren sie schon. Ja gut, das reicht ehrlich gesagt auch. Ja. Du warst wirklich bildschön als Kind. Ich war ein super Kind, ne? Du warst ein super Kind. Ja, aber das ist halt im Innern, ne? Herz. Im so. Herzen. Ja. Ich habe für heute eigentlich nicht viel mitgebracht, weil ich mir dachte, irgendwas fällt uns schon ein. Aber so ein paar Sachen sind mir letztens in die Hände gefallen, wo ich mir gedacht habe, das könnten wir mal machen, das wäre bestimmt lustig. Und da wir noch nicht richtig betrunken sind, möchte ich etwas mit dir machen, wo dein Geschmackssinn gefragt ist. Und zwar... Was kommt denn jetzt? Reini, ich habe keinen Bock, so verdorrten Fisch oder so. Nein. Komm jetzt nicht mit diesem Schwedenfisch, diesem fermentierten Schwedenfisch. Nein, sowas habe ich nicht. Ich habe hier Tütchen. Oh nein. Warte. Sind das Jelly Beans? Das sind Jelly Beans, genau. Oh. So.
Hier sind noch mehr. Boah, die riechen. Sind das die Jellybeans, die nach Hundekacke schmecken und so? Teilweise. Oh nein, Reini. Und das ist das Fiese daran. Ich muss gerade die letzten raussuchen. Warum hast du die? Ist dir bewusst, dass wenn du mit sowas in Essen von Bullen angehalten worden wärst, dann würde es aber Diskussionen geben, glaube ich. Ja, mit so einem Tütchen mit drei farbigen Tabletten drin. Das noch mehr. Warum hast du das denn einzeln verpackt? Weil ich das auf der Bühne nicht sortieren wollte, weil ich mir dachte, das ist ein bisschen blöd. Was du immer für eine Vorarbeit leistest, ist ja unfassbar. Ja, Wahnsinn, ne? Und wo haben wir jetzt das Dreh und Trink für? Wo hast du das hergekriegt, gleich, Reinhard? Das muss meine Frau fragen. Ich habe noch was viel schlimmer aussieht, wenn man das... Ich habe hier noch Tabletten dabei, aber da kommen wir später zu. So. Es wird immer stranger. Das ist auch geil, weil vorhin ist jemand von... Also Reinhard hat ja kein Management. Reinhard wird ja von so einer Art... von einer Betreuungsstation. Ja, ne? Von mir. Ich betreue mich. Eigentlich die goldenen Samariter betreuen sich. Aber von mir ist ja heute das Management da. Und ich habe mich echt schon geschämt. Was packst du denn da alles aus? Was ist das denn jetzt? Kokain? Das, oder? Nee, das... Genau, warte, ich roll hier kurz. Nee, das hier ist die Legende von den Jellybeans. Oh nein, welche das sind. So, hier sind verschiedene Jellybeans. Es sind immer... Also die, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Es gibt von Jellybeans so Tütchen, wo immer verschiedene Sorten drin sind. Und manche davon sind richtig, richtig fies. Wir haben hier zum Beispiel, warte einen Moment, in dieser Tüte haben wir die Sorten Strawberry Banana Smoothie oder toter Fisch. Oh nein. Dann, Moment, dann haben wir, weiß mit gelben Sprenkeln. Das ist weiß mit gelben Sprenkeln. Gebuttertes Popcorn oder faules Ei. Mm. Dann haben wir hier noch... Reini, du sagst doch, bist du doof? Du darfst mir doch noch nicht sagen, wonach es schmeckt. Doch, das macht's ja gerade. Also, das ist ja das Witzige, ach ja. Welche du ziehst. Pfirsich oder Erbrochenes? Warte mal, weiß mit... Oh, komm, Pfirsich oder Erbrochenes, Reini. Komm, ja, komm, jeder eine. Komm, ich mach's mal Morpheus-mäßig. Warte. Das wollte ich schon immer mal machen. Oh, nee. Das wollte ich noch nie machen, Reinhard. Komm, gib mir die. Willst du die rote? Ja, komm, gib mir die. Nein, willst du wieder in den Schlaf fallen, der dein Leben ist? Oder möchtest du die Wahrheit erkennen, Reinhard? Entschuldigung, mir ist gerade was hochgekommen. Ja, jetzt gleich auch, komm, wenn du Kotze nimmst. So, was war das jetzt? Ja, entweder Pfirsich oder Kotze. Pfirsich oder Erbrochenes. Oh, Reinhard, stopp, ich rieche es schon. Echt? Ich rieche, dass es nicht Pfirsich ist, sag das mal so. Nee, die riechen alle schlimm. Nee. Nee. Warte? Ja, nein. Nicht? Gleichzeitig. Ja. Eins, zwei, drei. Pfirsich. Ich hab Pfirsich. Ich hab auch Pfirsich. dann kriegst du den. Scheiße, ist rausgefallen. Kann man aber nur essen. Nimm. Man weiß ja nie, ob da überhaupt Erbrochenes bei ist, ne? Ne, ist auch viel. Was? Das ist ja. Wo hast du das gekauft? Okay, Alter? Warte. Wir machen weiter. Irgendwas Fieses muss ja noch kommen. Okay, das hier sind so. Warte mal, das ist. Das war's. Nee, warte mal. Wir haben hier noch dunkle. Die dunklen. Guck mal. Oh nein. Da kann jeder zwei essen. Die dunklen. Das ist Lakritz oder Stinktier. Oh nein. Oh. Ich mag das. Komm hier. So. 3, 2, 1. Oh, das ist nicht Lakritz. Das ist nicht Lakritz. Nein. Boah. Schluck das runter, du Bitch. Boah. Was ist denn stinkt der? Hör auf zu trinken jetzt. Benimm dich. Was ist stinkt der denn noch für? Boah, ist das widerlich. Warte mal. Was haben wir denn noch? Ich kann gar nicht beschreiben, wie das schmeckt, als wenn jemand seinen Schwanz in 5 Kaffeebohnen getaucht hat. Hier, ganz weiß. Kokosnuss? Dein Blick allein schon. Kokosnuss, oder? Käse in einem sehr frühen Stadium. Oh nein. Ich hab ein extrem niedriges, weißt du, ich hab eine sehr niedrige Ekelschwelle. Ja. Wie du dich und freust. Trotzdem kannst du in den Spiegel gucken. Komm, 3, 2, 1, komm. Okay, Schluck das. Und was? Schluck das. Boah. Ja. Oh, oh Gott. Oh nein. Ist es doch gut. Nee. Boah, ist das widerlich.
Boah, ist das widerlich. Nee, das war wirklich. Komm, wollen wir noch? Nee, einen noch, aber dann ist Schluss. Und einen? Oh, warte mal, Schokoladenpudding oder Hundefutter? Oh, nee, oh. Oder was haben können wir dem Otto rumbringen, der pennt da drüben gerade. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas Gesprenkeltes. Irgendwas? Hier, die Braunen, das ist bestimmt Hundescheiße. Was sind Braunen? Oder? Oh, warte mal, Braun. Achso, ja, nee, das ist das Hundefutter. Schokoladenpudding oder Pudding? Schokoladenpudding oder Hundefutter? Komm her, Reini. Jetzt gehen wir gehen auf Nummer sicher, gleich zwei. Ja, aber dann kannst du ja, also bei gleich zwei ja, hast du Schokoladenpudding, das da Hundefutter schmeckt. Dann nimm eine einzelne. Ja, komm. Eins, zwei, drei. Du kannst mich mal. Boah, nee, Hundefutter. Boah, ist das ekelhaft. Boah, nee. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Bist du doof? Also glaub mir. Erinnert dich an deine Studentenzeit, ne? Boah, Alter. Mm. So, hast du in Essen mal Döner gegessen? Oh, ich habe mal im Essen mich im Turok geprügelt vor sehr langer Zeit. Jetzt hast du gemerkt, das Gewicht. Nee, jetzt machen es Lomlitzer. Ja, komm. Ist das widerlich. Mein Papa ist heute Alter, hier. Ist das widerlich. Und ich habe, mein Papa und ein alter Freund von ihm sind heute hier. Und als wir eben dort saßen, unterhielten wir uns über alte Zeiten, weil dieser Freund von meinem Vater und meinem Vater zusammen, als ich ein Kind war, habe ich meine Mutter oft genervt. Wie alle Kinder, nur wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und dann unterhielten die beiden sich drüber und dann fiel mir eine Geschichte wieder ein, die wirklich passiert ist. Ich habe mir mal als Dreijähriger auf einem Spielplatz in Essen in die Buchse geschissen. Oh, welcher Spielplatz? Ich weiß nicht. Irgendein Spielplatz. Also irgendein so großer Spielplatz. Da sind die mit mir hingefahren, ne? Die beiden saßen da, lasen in ihrem Spiel, was weiß ich, was die gemacht haben. Und die Legende besagt, mir wurde das immer so überliefert, und das hat der Freund meines Vaters eben bestätigt, dass mein Vater mir diese Hose ausgezogen hat und sie vor allen anderen Eltern im Sand dieses Spielplatzes vergraben hat. Also irgendwo... Das Geile ist, das hört sich an wie ausgedacht, aber... Aber wenn man meinen Vater kennt, dann weiß man, dass das stimmt. Das Geile war, es hört sich an wie ausgedacht. Und als wir vorhin da oben beim Essen zusammensaßen, guckten alle in seine Richtung und er sagt nur... Also nicht in meine, in meine Vaterrichtung. Prost. Also Prost. Reini, auf die Liebe, ne? Ja. Boah, Hundefutter war schlimm. Hundefutter war schlimm. Hundefutter war richtig eklig. Hast du schon mal das Katzenfutter von deiner Katze probiert? Nein. Ich habe einmal Ottos Futter probiert. Das ist also das Trockenfutter. Genau, wie ein paar Yellow Smacks. Ja. Nein, ich habe einfach mal so einen von diesen, der hat so Brocken von Wolfsblut, glaube ich. Da ist irgendein Gekröse drin, aber die Scheiße ist teuer. Irgendwie 100 Euro. Guck mal, Gänse. Oh, wie schön. Das sind Kanada-Gänse, Rainer. Nicht zu verwechseln mit... Gulasch. Egal. Jedenfalls, was habe ich gerade erzählt? Du warst beim Hundefutter von Otto. Genau. Und das Hundefutter enthält all mögliche Größe. Und ich habe das mal probiert. Also das ist das teuerste Hundefutter, was es gibt. Also da kostet so eine Tüte, kostet 100 Euro, 80 Euro, 90 Euro. Also relativ teuer für Hundefutter. Meine Gott, schmeckt das scheiße. Das schmeckt so scheiße. Das ist einfach widerlich. Kannst du auch nie essen. Ich wie viel Futter habt ihr von Otto durchprobiert? Nur das. Nur das? Ja, er isst Wolfsblut Wild Duck. Das ist auch das eine. Also es kann sein, dass Otto öfters auch, also er isst nur Ente, seit er geboren ist. Und das ist auch das einzige Tier, das er im Park fressen will. Bei allen anderen Tieren hat er überhaupt kein Interesse, aber bei Enten, wenn die an uns vorbeikommen, da will er reinbeißen. Das scheint irgendwie zu prägen. Habe ich die Geschichte mit Otto im Wald erzählt? Ich war mit meinem Hund, also ich habe Mops, wisst ihr ja. Und man muss jetzt nicht so tun, als wäre das ein Jagdhund. Ne? Nee, ist kein Jagdhund. Aber zumindest hatte ich immer bisher die Vermutung, dass Otto sowas wie die Möglichkeit hätte, sich selber zu ernähren. Irgendwie, weißt du, wenn er nur zu Meckes fährt. An Blumen lutschen. Wir waren im Wald, saßen auf einer Bank und es kam ohne Scheiß ein Hase, ein Kaninchen, was, so ein Wildkaninchen, unter dem Holz raus und sprang auf uns zu. Und ich hatte Otto so an der Hand. Also alleine, so ganz eng bei mir. Und ich dachte, jetzt geht er gleich los und greift sich das. Ich dachte schon, was für eine Art von Kaninchen ist das, dass er auf und zu springt. Da muss er den Hund sehen, ne? Und also, hat es dabei irgendwas Arabisches gerufen? Oh, Rainer, ist das geschmacklos. Ja, Entschuldigung. Egal, Alu Akbar, das kann ich nicht rufen. Und dann kam es auf uns zu, hat sich wirklich einen Meter vor uns hingesetzt. Der Hund hat mich angeguckt und ist eingeschlafen. Was für eine Art von Hund ist denn das? Ich habe den angeguckt und gesagt, was bist du eigentlich für ein Hund? Was bist du für eine minderwertige Rasse eigentlich? Aber ich liebe den Kerl.
Bester Mann. Ich habe bei meinem kleinen Arschlochkater, ne, also Luke, beim Arschlochkater Luke, ich habe der hat ganz am Anfang, als er klein war, hat der Nassfutter bekommen und Trockenfutter, hat das Nassfutter nie angerührt, nie. Hat dann irgendwie dieses Purina One billig irgendwas Futter, das frisst der super gern. Ich habe dem alles geholt, wirklich alles an Futter, ne? So von, weiß ich nicht, hier aus dem Zoofachgeschäft, so artgerechtes Futter und so. Der hat nichts angerührt, der frisst nur dieses Zeug. Und wenn man dem so irgendwie Filet in Soße, bla bla bla, dann lutscht der die Soße weg und den Rest lässt er liegen. Das ist auch super geil. Dieser Kater, der kann sich teleportieren. Ne? Also er ist nicht in der Nähe, wenn man eine Dose Thunfisch nimmt. In dem Moment, wo dieses Knackgeräusch kommt, ne, dass die Dose öffnet, materialisiert der rechts unten neben dem rechten Fuß, guckt einen an und rennt die ganze Zeit um einen rum und macht miau, 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 bis man ihm was von dem Thunfisch abgegeben hat. Ist halt ein Kater, ist ein Bastard. Ne? Ja. Obwohl man auch, ich habe mir mal eingeredet, dass unser Hund nicht so gut hören würde, bis mir klar wurde, dass wenn ich auch nur das Leckerchen berühre, er innerhalb von einer Sekunde neben mir steht. Wenn ich ihn anbrülle, dass er kommen soll, kommt er nicht. Gar nichts, ne? Nee, gar nichts. Du, das Zweite, was ich mitgebracht habe, braucht ein bisschen Vorbereitung. Und zwar sind es diese zwei Pillen hier. Reinhard. Ja. Also ich finde ja die Gedanken, mit dir mal so einen richtig vielen Trip zu machen, ganz schön. Aber ob wir das jetzt live vor 600 Menschen machen müssen, weiß ich nicht. Ich habe diese Pillen nur um. Ja, danke schön. Die nächste Alliteration also, Live-Folge besteht darin, dass Reini und ich Pilze nehmen. Damit du das nachvollziehen kannst, diese beiden Pillen, ich habe die hier nur extra abgepackt, damit zwei für dich sind. Was ist? Die hat mir, also damit du mehr Vertrauen hast, die hat Nikolas mir gegeben. Warum sollte ich denn jetzt mehr Vertrauen haben? Ihr seid beide total kaputt. Hast du schon mal sowas genommen, Reinhard? Nein, habe ich nicht. Hast du schon mal Pilze genommen? Nein. Das Witz ist, dass ich habe einmal in meinem Leben Pilze genommen. Mein lieber Freund W., ich darf den Namen wieder nicht aussprechen, der ist heute auch hier. Ach, der? Ja. Mit dem habe ich, als ich 19 war, mal Pilze am Meer genommen. Blöd, dass ich das jetzt erzähle, weil mein Vater ist ja auch hier. Scheiße. Ja? War rein fiktiv die Geschichte. Ich kenne jemanden, der hat mit einem Freund am See, also am Meer, mal Pilze genommen. Scheiße. Egal, wäre ich gerade rot? Ein bisschen. Also, um dir kurz die Angst zu nehmen. Ich wollte doch jetzt meine Pilzgeschichte. Ja, kleinen Moment, das kannst du auch, während du die Dinger lutscht. Was ist denn das? Das ist kein Trip, sondern das sind Miracle Berries. Ah! Das sind so, also das ist... Was Salziges süß macht? Nee, Saures. Das ist aus dem Extrakt von so Beeren. Eigentlich ist das als kein Lebensmittel, man soll es nicht essen. Was? Aber das, Warum ist es denn dann eine Tablette? Soll man das als Zöpfchen nehmen oder was? Nee, was ist der Sinn dahinter? Nee, rein offiziell ist das zum Anzünden und dann als Duftding. Hörst du, ich fress doch jetzt mit dir keine Duftkerzen. Bist du eigentlich doof, Remford? Was ist das für eine Scheiße? Die schmecken nach nichts. Eine reicht, die zweite dann danach. Lutschen, nicht kauen, lutschen, wichtig. Das ist immer super, wenn ich die schon im Mund habe und du dann Anweisungen gibst, was ich damit machen soll. Lutschen, ja, lutschen. Lutschen hat schon oft gesagt. Ne? So gut wie es geht, das kannst du sonst auch. So. Hör mal, wo hast du eigentlich mein Bier verschwinden lassen, du Arschloch? Das steht rechts neben dir. Ja, aber auf ich habe doch drei gehabt. Jetzt habe ich einen Drehtrink. Ein leeres Bier und ein volles Bier rein. Ja, keine Ahnung. Die arbeiten. Kommen gleich, sind da hinten hinter der Bühne. Ach so. Du musst sie weiter lutschen. Diese Miracle Berries, die werden in, ich glaube, Afrika ist das eigentlich genutzt, um Sachen zu süßen. Denn die verändern die Chemie im Mund. Du hast ja Rezeptoren auf der Zunge, die für süß, salzig, sauer, bitter und Umami. Umami kennst du, ne? Fondor. So Glutamat. Wenn irgendwas nach Ente schmeckt, dann ist es Umami? Umami. Was ist denn Umami? Das ist eine Geschmacksrichtung. Ja, aber kein... Ja, hast du jetzt wieder ausgedacht. Genau, du bist eben aus Gondor angereist, verstehst du? Nee. Zauberer Remford. Umami? Umami. Hör zu, ich habe ungefähr 100.000 Biobücher in meinem Leben lesen müssen. Da stand immer bitter, salzig, sauer, süß. Da habe ich und nicht Umami. Einmal, und ganz hinten ist noch Lollipop 7. Also leck mir am Arsch. Umami? Ja, Umami. Was ist Umami? Umami Klumper, ist... Glutamat. Glutamat, genau. Glutamat ist doch keine Geschmacksrichtung, das ist doch ein Geschmacksverstärker. Ja, aber den Geschmack, den das so mitbringt, also so gebratenes Fleisch, der Geschmack, der da verstärkt wird, das ist Umami. Hast du dir das jetzt ausgedacht? Soll man googeln? Umami. Umami. Gibt es Umami? Da hat schon einer nervös gebrüllt. Ich glaube, okay. So.
Schön, schön. Der Bierendorfer ist halt nur Insel gebildet. Hallo, ne? Ich hatte auch den Dirk gewählt, das ist von 1914, da war Kongo noch bei uns. Okay, könnt mich mal So, die Dinger verändern deine Mundchemie. Ja, ich merke das schon. Und zwar... Und zwar scheiße. Die, ja, ich weiß, das schmeckt nach nichts. Das schmeckt, als ob man so ein Mehlpellet kaut. Ne? Also ja. Lutscht. Genau. Musst du aber durchhalten. Kannst du gleich so währenddessen und nebenbei. Sachen, die vorher, also das verändert die Chemie so, dass deine Rezeptoren, die sonst sauer hier erkennen würden, blockiert werden. Und dafür von sauren Sachen aber deine Süßrezeptoren angesprochen werden, weil sich da ein Molekül anlagert, das von Säuren quasi aktiviert wird. Das heißt, wenn du gleich etwas Saures isst, schmeckt das für dich süß. Dir ist schon bewusst, dass uns den ganzen Abend das Bier nicht mehr schmecken wird, du dummes Arschloch. Verstehst du? Hast recht. Das schmeckt jetzt schon wie Honigbier. Das schmeckt pappsüß. Du bist doch dämlich, ne? Warum haben wir so eine Scheiße nicht am Ende vorher? Ich wollte lecker Bier trinken vor der Scheiße. Kannst du gleich noch. Lutsch das Ding. Oh, ich bin dabei. So. Wenn das durch ist, wenn du fertig gelutscht hast, dann... Weißt du noch, wo wir auf dem Parkplatz mal dieses Wikingerbier getrunken haben? Ja. Wir haben uns mal wir waren in einem Mittelalterdorf, Reinhard und ich. Ja. Warum auch immer. Ne? Und da haben wir uns in dem Mittelalterdorf 0,5er Flaschen Honigbier gekauft, Metbier. Ja, genauso was? Schmeckt das Bier jetzt übrigens auch. Und das Problem offensichtlich, was uns beiden nicht bewusst war, weil wir im Auto da war, dass das unfassbar... Ah, das war eine Ostsee oben, ne? Ostsee. Ach, du Kacke. Und wir sind super schnell, ging die Scheiße ins Blut und wir waren beide lattenstramm, konnten die Karre nicht mehr fahren. Und ich bin dann während I'm Drunk in the Morning von, wie heißt das nochmal, von irgendeiner Band hier, die so einen englischen Namen hat, egal, bin ich besoffen über die Landstraße an der Ostsee gefahren. Ich habe uns fast alle totgefahren, aber das Bier war wirklich lecker. Zum Glück sind wir weggekommen von den Pilzen, damit ich die Geschichte nicht erzählen kann, wer mein Vater hier ist. So, nein, ihr könnt mich mal. Ja, gut, doch. Erzähl von den Pilzen. Ich habe ja nur gekifft. Ja, das habe ich natürlich also, nie, Papa. Also sagen wir so, ich habe nie wissentlich Pilze gegessen. Aber ich habe da in so einer WG gewohnt, wo das nicht so... Also, ich rate davon ab, Drogen zu konsumieren. Das ist falsch. Genau, Drogen sind schlecht. An schlecht. Dieser Stelle möchte ich kurz, warte mal. Was kommt denn da jetzt? Muss ich mal kurz drüber weg. Das möchte ich an dieser Stelle kurz einspielen. Könnt ihr das sehen? Genau. Manche von euch kennen vielleicht Thilo Jung. Jung und naiv. Der hat in einer der letzten Bundespressekonferenzen unsere aktuelle Drogenbeauftragte der CSU, ist sie, glaube ich, gefragt, ob sie denn Alkohol, also wie sie denn Cannabis gegenüber von Alkohol sieht, weil Cannabis ja immer noch nicht legalisiert ist. Und nur zur Erinnerung, ihre Vorgängerin hat gesagt, Cannabis ist illegal, weil es verboten ist. Oder nee, andersrum, es ist verboten, weil es illegal ist. So. Ah, eine kluge. Genau, das wäre ihre Antwort. Die Dame, die jetzt Drogenbeauftragte ist, hat ungefähr ähnlich viel Erfahrung damit gemacht und hat etwas ähnlich Schlaues gesagt. Und zwar folgendes. Boah, schmeckt das Bier scheiße. Warte. Penner, ey. Hör zu. Entwickelt hat. Und Frau Ludwig, warum machen Sie denn jetzt hier ein Strohmann-Argument auf? Also keiner würde doch behaupten, dass Cannabis ungefährlich ist. Hier geht es doch darum, dass eine noch illegale Droge, die weit verbreiteter bei Erwachsenen in ganz Deutschland ist, als zum Beispiel Rauchen und so weiter, dass eine solche Droge ungefährlicher ist als Alkohol. Und Alkohol ist legal. Halten Sie Alkohol auch für gefährlicher als Cannabis? Oder ist das für Sie einfach, weil das kulturell so ist, kein Thema? Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Dann die Frage an Frau Theis. Ja, Sie müssen mit meinen Antworten klarkommen, so wie ich mit Ihren Fragen. Okay. Oh, allein dieser fränkische Einschlag in der Stimme. Selbstverständlich. Und wie es ich beantworte, müssen Sie mir beim Wollen. Ich kritisiere ja Ihre Fragestellung auch nicht. Ich nehme Sie zur Kenntnis. Geben und nehmen. Gott, der würde ich aber gerne einen Haufen richtig, in ihre Maren. Die ist richtig sympathisch, machen. Oder? Ja. Lass mich mal raten, CSU? Ja, CSU. Wie kann das denn nee, sein? Das, also halten wir fest, wenn man zu viel Brokkoli raucht, dann wird man CSU-Mitglied. Ja, bitter, ja. Das war aber, da würde ich aber sagen, da muss doch mal...
Das ist, ne? Da muss der Flur mal gekerchert werden bei dem Fräulein. Die war aber biestig. Der Beitrag, den findet er auf YouTube. Der Thilo hat ihn noch ein paar andere Sachen gefragt. Und das Ganze geht irgendwie 10 Minuten oder so. Und die antwortet einfach nicht. Also sie sagt gar nichts. Sie sagt die ganze Zeit nur, ja, nein. Nein, nein. Das es gibt ein sehr schönes Interview von Willy Brandt mit Nowotny, der leider, glaube ich, letztens verstorben ist im Alter von 90 Jahren, wo Willy Brandt vorher gesagt kriegt, wir haben nur 2 Minuten, Herr Kanzler. Da war Willy Brandt Kanzler. Und er hat sich dann entschieden, einfach jede Frage mit Ja oder Nein zu beantworten. Und Nowotny, der Interviewer, sagte immer, ja, und wie ist derzeit das Verhältnis zu den Amerikanern? Glauben Sie, es bessert sich? Ja. Und haben Sie schon mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen? Ja. Und es war zu Zeiten, als es noch kein YouTube gab. Und es war trotzdem zum Brüllen komisch. Kann man heute noch sehen. Wunderschön. Soll ich jetzt die Pilzgeschichte erzählen? Ja, nein, lass mich noch kurz was zu Frau Ludwig sagen, unserer aktuellen Drogenbeauftragten. Das ist die Drogenbeauftragte? Das ist die Drogenbeauftragte, die ja. Ach du Scheiße. Die aktuelle Drogenbeauftragte. Da gab es nämlich noch einen winzig, winzig kleinen Skandal im Nachgang. Und zwar hat sie eine Bürgeranfrage bekommen. Boah, ist das ekelhaft. Wo die ganze Frage nochmal gestellt wurde mit dem Cannabis und vor allem auch mit ihrer Bewertung von Alkohol. Ne? Also Alkohol wäre ja viel gefährlicher und warum denn diese Droge legal ist und Cannabis halt illegal. Darauf hat sie geantwortet und zwar mit einem Gedicht von Heinz Erhardt, Die Kunst des Trinkens. Wirklich? Ja, ernsthaft. Sie hat ein Gedicht von Heinz Erhardt vorgetragen? Nee, das hat die als Antwort zurückgeschickt, als Brief. Die Kunst des Trinkens. Was für eine Schreck. Wenn ich einmal traurig bin, dann trinke ich einen Korn. Und dann fänge ich wieder an von vorne. Das ist unsere Drogenbeauftragte. Ernsthaft? Ja. Ach du Scheiße. Vielleicht sollte ich mit dir jetzt mal Pilze nehmen. Jetzt erzähl die Pilzgeschichte. Die Pilzgeschichte. Ich hatte mich mit meinem lieben Freund W., der heute auch hier ist. W., wenn du da bist, hub einmal. Gut, er ist nicht gekommen. Er hat eben noch geschrieben, wird knapp. Ja, egal, das ist gut. Findet die Hupe nicht. Trotzdem. Wahrscheinlich findet er die Hupe nicht. Oder die Hupe fließt gerade weg. Er sitzt so im Auto wahrscheinlich gerade. Jedenfalls ein guter Mann. Wirklich sehr guter Mann. Ich habe mit dem damals... Zweiter? Ja. Eine muss noch. Das war so lecker. Reinhard, das Bier schmeckt jetzt schon wie Pisse. Warum ich weiß, das? Mach weiter. Okay. Und wir hatten uns mit 19 im Holland-Urlaub dazu entschieden, wir würden das gerne mal ausprobieren. Ich lehne chemische Drogen ab, aber so Pilze sind ja was Natürliches. Das ist ja Heroin auch. Wirklich? Und Koks auch. Ja, Reinhard, jetzt hör doch auf, mein Vater ist da. Ja, ich weiß. Jedenfalls haben wir uns dann entschieden, wir sind in einer Apotheke in Holland, haben gesagt, wir würden gerne, we would like to have some magic mushrooms. Wir standen da wirklich wie so Zwölfjährige und dann guckte ich, so wie bei uns, so eine Ursula, weißt du, so oder so die Erika in der Apotheke, guckt uns Karen. So eine völlig, Karen, wie so eine völlig unspektakuläre Alte guckt uns an und zeigt einfach so einen riesigen Kühlschrank hinter sich. Which would you like? Und denkt so, what? Und die hatten einfach einen riesigen Kühlschrank voll mit Halluzinogenpilzen in der Apotheke. Und dann haben wir die einfachsten genommen. The Beginner Experience hieß es, glaube ich. Das ist was Grundsätzliches, auch beim Gras. Wenn ihr noch nie gekifft habt und wollt das mal machen, macht das mit jemandem, der das schon mal gemacht hat. Oder besorgt euch irgendwas aus Holland, wo ihr das ordentlich gekauft habt und wisst, dass euch das nicht wegkloppt. Weil irgendwie gefühlt das Gras von heute ist ein anderes als das vor 20 Jahren. Das habe ich beim Junggesellenabschied von einem guten Freund in Amsterdam gelernt. Wirklich? Erzähl mal, ja, was denn da passiert, Rainer? War das da, als wenn ich fast in die Alster, Amstel? Wie heißt denn der Fluss nochmal, der durch Holland? Ich habe keine Ahnung. Holland. Amsterdam, jedenfalls der Fluss, der da lang geht, hier das Delta da. Wir haben dich fast in die scheiß Kracht geworfen. Das hämmert einen aber auch weg. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Naja, jedenfalls habe ich mit meinem guten Freund W., der offensichtlich nicht da ist, also würdeloser Sack, haben wir das dann gekauft und wir haben uns entschieden. Und wenn ihr das jemals machen wollt, macht es, wenn es euch gut geht, wenn ihr einen schönen Sommer habt, wenn ihr keine doofen Erlebnisse habt, wenn ihr keine traurigen... Landet Grinchen nicht auf gerade ein Flugzeug, oder was? Ich muss da sagen, diese Ansage, ne, bei Halluzinogen, ne, macht das, wenn es euch gut geht und so und wenn ihr keine schlechten Gedanken habt und so weiter, da denke ich schon immer, okay... Never. Never. Einfach niemals. Weil, mal ohne Scheiß, dann sitzt du da, hast du diesen Pilz in der Hand und denkst so, ich habe gestern noch Hellraiser geguckt. Man sollte davor nicht Hellraiser geguckt haben, auch nicht Saw, lieber sowas wie Bambi oder so. Jedenfalls Bambi haben wir ist voll brutal. Ja, gut, die Mutter stirbt. Ja. Ne? Aber egal, jedenfalls, wir saßen an einem Strand, nur wir beide Rücken an Rücken im Sand, vor uns das Veluwemeer. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist ein See, der Veluwemeer oder so. Keine Ahnung, ja. Egal, scheiße, in Holland irgendwas. Ne? Wir saßen da, es war 16 Uhr nachmittags und wir haben es genommen. Und mein Freund W. sagte dann irgendwie nach einer halben Stunde, hör mal, das sind gar nicht, passiert nichts. Ne? Und ich sage, nee,
Irgendwie nicht. Häufige letzte Worte vor einem Drogenrausch. Genau, und dann, aber der das Sand. Gar nicht. Aber der Sand. Und da habe ich den Sand so hochgehoben. Er so, der Sand kann singen. Und dann haben wir beide so dort gestanden. Und ich sag so, siehst du die Musik? Und dann haben wir zusammen Incubus, Wish You Were Here gehört und so an diesem Strand gestanden. Und das, was ich dann nachher erst von Freunden erfuhr, die auch auf dem Campingplatz waren, ich habe mich wohl dann bis zur Unterhose ausgezogen und da habe im Veluwe Meer gestanden mit so drei Gänsen und da habe versucht, sie zu dirigieren, dass sie nach meinem Befehl tanzen mögen. Was hast du denn da genommen? Ja, das war eine sehr schöne Erinnerung. Und ich kann jedem, dem es seelisch gut geht, empfehlen, das mal zu machen, weil es wirklich toll ist. Du schmeckst Farben, du kannst Musik schmecken. Ja, kannst auch, wenn du auf der Waldorfschule bist. Aber, aber grundsätzlich raten wir davon ab, Kinder, keine Drogen. Das nee, ist gut. Mal ohne Scheiß, ich wüsste nie, wann ich in der Situation wäre, wo das gut wäre. Warum? Du bist doch jetzt, ruhst du doch gerade in dich, kleiner Reinibär? Alter, was für einen krass roten Arm hast du eigentlich? Was ist da passiert? Guck doch mal, wie rot dein Arm ist. Bist du allergisch auf diese Tabletten? Nein, das ist alles gut. Was? Guck doch mal deinen Arm da. Du hast doch letztens gesagt, ich habe gelbe Hände. Ja, du hattest auch gelbe Hände, weil du wahrscheinlich eine Fettleber hast. Ich überlege gerade, ob ich die falschen Pillen eingepackt habe. Nee, waren die richtigen. Warte mal, schmeckt das jetzt noch süßer? Ja. Ja. Oh. Ja. Ja. Warte mal. Was kommt denn jetzt damit? Ja, also es schmeckt einfach wie Pimmel. Hast du die zweite auch weg? Ja, ich habe die noch im Hals. Ich wusste nicht, dass das eine Sache von einer Dreiviertelstunde ist, Rainer. Nee, auch nicht. Warte. Kann ich die jetzt kauen? Oh, krass, das ist süß. Ja. Ja, komm. Kau, aber verteile im Mund. Das ist so. Ich habe nämlich jetzt ein paar Sachen mitgebracht, die wir mal probieren können. Warte. Messer. Was? Zitrone. Ah, okay. Jetzt machst du das hin. Ich hatte jetzt nicht so Lust auf so eine russische Roulette, ja. Rainer. Ohne Scheiß, wie dieser glatzköpfige, tätowierte Typ auf einer Bühne sitzt und wie eine Zitrone schält. Was kommt jetzt? So. Soll ich das jetzt trinken? Oder? Ich find das Schönste daran, ja, immer ist mir überlegt, dass ich ein hochgebildeter Akademiker bin. Ja. Haben wir eigentlich schon über dein... Haben wir darüber gesprochen? Was denn? Über deine Gesellschaft der Physik? Ach so, nee, haben wir noch nicht. Können wir mal nachher mal machen. Das ist unfassbar. Nee, das glaubt ihr mir eh nicht. Das ist wirklich... Das Lustige ist, ihr guckt ja alle darüber. Hier bin ich, Kuckuck, ihr Mäuse. Reinhard Remford, der Mann hinter mir. Summa cum laude oder Magna cum laude? Magna, ne? Ich glaube, nee, Magna. Für Summa war ich zu dumm. Okay. Hier, Zitrone. Beiß mal rein. Das ist süß. Das ist krass süß, ne? Das ist wie Limo. Krass. Gibt's bei Amazon diese Dinger? Reinhard, weißt du, was scheiße an solchen Experimenten ist? Alle Leute gucken sich das an, können das aber nicht nachvollziehen. Wollen wir noch irgendwelche Experimente machen, die nur wir beide merken? Ja. Aber es schmeckt wirklich, also wirklich unfassbar süß. Ich könnte die ganze Zitrone fressen. Ich wollte. Warte. Das gibt's doch nicht. Das kannst du jetzt wie Limo trinken. Das schmeckt wie Limo. Das ist richtig geil. Oh. Das Problem ist, wenn du das Ding leer gemacht hast, ist dein Magen komplett versaut. Wahrscheinlich scheiße ich Briketts dann, Reini. Das ist geil, aber ich erzähle jetzt kurz die Gesellschaft für Physikgeschichte. Ja, die glaubt uns ja eh keiner. Dazu, weil der Basti das falsch erzählt, muss ich kurz sagen, die DPG ist die Deutsche Physikalische Gesellschaft. Das ist sowas wie der Berufsverband aller Physiker. La, 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 la. So, jetzt geht der weg. Na, erzähle ich die Geschichte selber. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft besteht in diesem Jahr 175 Jahre. Da war schon Einstein Mitglied drin. Ha. Meine Wenigkeit auch. Weil man als Student tritt man da einfach ein, weil dann sind die Konferenzen billiger, zu denen man fährt. Irgendwann merkt man dann, dass man die Konferenzen gar nicht selber zahlt, sondern der Lehrstuhl und dass es für den Arsch ist. Was denn? Die gucken aufs Handy. Ernsthaft? Unsere Frauen gucken aufs Handy? Was ist denn da los? Guck dir aus, spielst du Candy Crush? Ich scheide, ich lass mich scheiden. Dann bin ich endlich mit dir zusammen, wovon ich immer träume. Rein. Nein, so. Zurück zur Geschichte. Die DPG. Die DPG hat mich netterweise gefragt, weil die immer so, also hier und da mal Physiker fragen, die irgendwie ein bisschen Wissenschaftskommunikation und so machen, ob die denn mal was zu diesem Jubiläum sagen wollen und so. Und haben mir so einen Fragebogen zugeschickt mit Fragen, die man beantworten sollte. Und da standen unter anderem so Fragen drin: Physik ist für mich.
Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und da habe ich vervollständigt, Physik ist für mich wie mein Kater. Manchmal sehr anschmiegsam, aber meistens ein hinterlistiges Arschloch. In der renommiertesten Zeitung, die es über Physik überhaupt gibt. Nein, das ist nicht die, das ist die ehrwürdige Zeitschrift der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Ja. Dann war eine weitere Frage. Ein Wissenschaftler, also die Physik ist für die Gesellschaft wichtig, weil, dann habe ich gesagt, weil ein naturwissenschaftliches Weltbild wichtig ist. Denn sonst überlassen wir das Feld den anderen Spinnern. Machen Sie das Fernsehen an und suchen Sie sich was aus. Von Attila Hildmann über Faschisten im Bundestag bis hin zu irgendwelchen Klimaleugnern. Ne? So. Daraufhin habe ich Antwort bekommen von der Redaktion, die die Fragen durchgeguckt hat und sagte, ja, ist alles super, ne? Aber hier hat unser Vorstandsvorsitzender der jungen DPG mal 2, 3 Anmerkungen gemacht. Und zwar, das Wort Arschloch wäre für die Leser, da sind ja auch ältere Herren bei und Damen, wäre vielleicht nicht ganz so gut, fällt ihm eine Alternative ein? Darauf habe ich geantwortet, ja, sie können auch gerne Wichser, Vollpfosten, dummes Arschloch. Oder ähnliches schreiben. Ich habe die E-Mail gelesen, das hat er wirklich geschrieben. Wirklich. Und beim Punkt 2 mit den Faschisten und so, da haben die geschrieben, ja, wir wollen ja nicht politisch unbedingt... es könnte justiziabel sein, haben die geschrieben. Sie stimmen jetzt, also der stimmt mir zwar zu, aber das so direkt zu sagen, da würde man ja auch Leute eventuell mit verärgern und man will ja keine direkten Namen nennen, das könnte ja justiziabel sein und so weiter. Das fände der Vorstand bedenklich. Darauf habe ich geantwortet, ich finde es bedenklich, wenn eine der ältesten Gesellschaften der Physik weltweit nicht genug Rückgrat besitzt, sich klar gegen Faschismus auszusprechen. Das wurde Stopp. Und du hast dazu geschrieben, dass wenn sie verklagt werden, sie dir gerne die Anklageschrift schicken können, damit du sie dir übers Klo nageln kannst. Was ist eigentlich mit dir nicht okay? Verwunderlicherweise wurde das nicht gedruckt. Das Interview wurde auch nie, also es wurde niemals irgendwie veröffentlicht, ne? Reini, das ist schade, du bist aus dem Kreis der Physiker ausgeschlossen worden, obwohl du so deutscher Physiker das bist. Das Witzige ist, ich bin 2 Wochen, bevor ich diese Anfrage bekommen habe, bin ich ausgetreten aus der DPG, bin aber noch bis zum Jahresende Mitglied, weil man den Beitrag immer für ein Jahr zahlt. Mhm. Reiner, die Nummer mit diesen Tabletten war richtig beschissen. Das Bier schmeckt wie Kotze. Ja, fällt mir auch gerade auf. Das ist eine dämliche Idee gewesen. Also man kann es nicht nachvollziehen, aber das Gefühl von Säure im Mund gibt es nicht mehr jetzt. Komplett weg. Wie lange ist das weg? 2, 3 Tage. Nein, war ein Scherz, eine Stunde. Okay. Eine Stunde. Reini, ich sehe dich ja auch, Reinhard. Ja, das war mein Auge, verdammt. Oh. Ist dein Auge jetzt auch dagegen unempfindlich? Oh. Du bist einfach zu dämlich, Reinhard. Es ist so, Reinhard. Ja. Es gibt ja ein paar Themen, die ich heute mit dir besprechen wollte. Das hier ist ja nicht nur blanke Unterhaltung. Es dient ja nicht nur der Unterhaltung der Massen, sondern es soll ja auch aufklären. Die Leute sollen ja nach Hause gehen heute Abend. Die sollen mit ihrem Peugeot Cabrio nach Hause fahren und sagen, ja, wir wollen... Frisst du jetzt schwarze Riesen wie deine Oma? Wie schmecken die wohl jetzt? Na, wahrscheinlich genauso wie vorher. Für die, die es nicht wissen, Reinhard hat mal erzählt, dass seine Oma so gerne schwarze Riesen gelutscht hat. Gott hab sie selig. Ja, Gott hab sie selig. Die Black Cox das haben uns ja ein paar Leute nachher noch geschrieben, das haben wir vollkommen übersehen. Die Firma Stork stellt auch die dicken Eier her. Ja. Die Firma Stork, aber das schmeckt noch okay. Das kann man noch nehmen. Das geht noch. Ich würde jetzt, damit heute auch Mehrwert dabei ist, Rainer. Mhm. Ja. Wollte ich mit dir über das Thema Mars-Mission reden, weil du ein NASA-Shirt anhast. Richtig. Was glaubst du, wann wird der Mensch auf den Mars kommen? Essen wir jetzt gerade sowas in einem Podcast? Bist du bescheuert? Ich kann überhaupt nicht mehr sprechen. Ja, ganz sauber, eine scheiß Idee. Hat meine Frau mir in die Hand gedrückt. Aha, da. Immerhin gucken Sie nicht aufs Handy. Das ist ja schon mal schön, dass ihr jetzt bei uns seid, ihr Hasen. Also, sag rein. Mars. Ich habe keine Ahnung von Astronomie. Wirklich nicht. Tipp mal so auf 20, 30 Jahre. Das ist aber alles? Nee, ganz ehrlich, ich hoffe es noch mitzuerleben. Ich fände es geil.
auf dem Mars. Also wenn da irgendjemand auf dem Mars Mensch landet. Der Mensch geht auf den Mars oder der Mensch besiedelt den Mars? Nee, geht dahin. Das so, also das mit Mond besiedeln hat ja auch nicht funktioniert. Ne? Also um zum Mars zu kommen, wäre so eine dauerhafte Mondstation ganz gut, weil man von da aus leichter starten kann als von der Erde, weil weniger Gravitation. Also erstmal eine Station auf dem Mond und von da aus rüberfliegen dann. Richtig. Du weißt wirklich nichts über das Thema, ne? Keine nichts. Warum schreibt der Mars-Mission auf dem Zettel? Da steht vollgeschissene Hose. Das hast du geschrieben. Ja, aber ich habe doch gedacht, du weißt was über die Mars-Mission. Nee, nicht? Tatsächlich nicht. Gar nichts? Nein, gar nichts. Nix? Nein. Weißt du nicht, was da... Guck mal, die Leute gehen jetzt schon kacken, weil du so doof bist. Unfassbar. Ich hab mir überlegt, ich würde mit dir, wir haben ja letztens live gestreamt. Wir streamen, also wir wollen das ja in Zukunft auch wieder häufiger machen oder mal durchgehen. Ne? Reinhard, haben wir uns eigentlich schon dafür bedankt, dass diese Scheiße hier innerhalb eines Tages ausverkauft war? Ich weiß es nicht, nein, ich glaube nicht. Geh nach vorne und verbeug dich jetzt. Für uns beide. Das, ja, einmal. Er macht das wirklich. Danke. Ja. So geht so ein schleimiges Arschloch. Ne? Ihr seid die Süßesten, ihr seid wirklich toll. Was ich eigentlich gerne noch heute mit dir machen wollte, und zwar etwas, was wir im letzten... Stopp, bevor ich das vergesse. Bevor ihr nachher denkt, ich fahre jetzt nach Hause oder noch zum Meckis und knall meine Alte irgendwo in einem Waldstück in meinem geilen Porsche oder so. Wir kommen natürlich gleich noch, nachdem die Kacke hier vorbei ist, Reinhard, gehen wir noch an jedes einzelne Auto und machen Fotos und so, natürlich. Oder? Natürlich, ja. Ich hätte nicht sagen sollen, dass Hupen wieder erlaubt ist. Ich habe heute extra wieder die Jeanshose angezogen, wo hier so eine Niete leicht absteht, damit ich schön Kratzer über die Motorhaube mache. Ja, ein feiner Herr. Heini, was wolltest du gerade sagen? Und du sagst, das Goldwasser, das Zeug ist wieder. Hallo, nicht. Das ist polnischer Haselnuss-Schnaps. Was bist du für ein dreckiger Banause? Bah. Das ist was ganz Feines, das heißt Soplitscher. Ja, das andere heißt Danziger Goldwasser. Ja, da ist Gold drin. So. Wir haben ja, wir machen ja diesen Livestream, leider sehr unregelmäßig, aber wir wollen das in Zukunft irgendwie in ein regelmäßiges Maß bringen, wo wir zusammen zocken. Das war das letzte Mal sehr witzig, da hat nämlich auch mal die Technik funktioniert. Mir wurde gesagt, davor war es auch sehr witzig, da hat nämlich gar nichts funktioniert und ich bin wahnsinnig geworden. Weil ich hatte an meinem Ende jemand Technikkompetenten und am anderen Ende jemand, der mein Vater hätte sein können. Ich? Ja. Was? Ja, was soll ich denn machen, wenn du da wie so ein Blödmann auf deinem Computer rumtippst? Naja, das letzte Mal hat es aber gut funktioniert und da haben wir You Don't Know Jack gespielt. Das kennen vielleicht einige von euch noch. Und ist das schön, so Keep Talking and Nobody Explodes. Das war auch sehr schön. Ich habe mir gedacht, wenn wir das technisch hinbekommen, könnten wir hier gegeneinander eine Revanche. Oh nein, ehrlich? Weil du hast das letzte Mal richtig gezockt. Können wir das? Also du hast nämlich letztes Mal richtig geloost. Warte mal, wir schauen mal, ob das hinhaut. Dafür müssen wir nämlich mal kurz aus der... Warte mal, aus der raus. Dann zu viele Nachrichten. So. Ernsthaft, können wir das online spielen hier? Ja, die Frage ist, ob man das jetzt auf dem Monitor sieht. Man sieht es. So, dann müssen wir nur mal gucken, ob die Darstellung halbwegs hinkommt. Heini, ich frage mich ehrlich gesagt, warum mache ich eigentlich noch aufwendig inszenierte Bühnenshows, wenn es reicht, wenn ich mit dir Flash-Spiele auf deinem Laptop spiele? So, wir spielen eine 7er-Runde gegeneinander. Für diejenigen von euch, die es nicht kennen, das ist ein Quizspiel. Und da hat der Bielendorfer letztes Mal grandios verloren. Fick dich selbst, Remford. Die zweite Runde, wo du einfach nur Willow... Wir haben drei Runden gespielt, ich habe zwei gewonnen. Ich habe zwei Verbindungen. Deine Tasche ist das Kuh, meine ist das Tee. Es ein faires und nicht allzu blutiges Spiel wird. Okay, zunächst kriegt jeder mal einen Nagel von uns. Mit dem Nagel also, mit den Nägeln verhält sich das so. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Nebenmann keine Ahnung hat, wie die Antwort auf eine Frage lautet, dann nageln Sie ihn doch. Drücken Sie zuerst Ihre Taste und dann das N. Damit zwingen Sie ihn, die Frage zu beantworten. Verstanden? Okay, alle Mann bereit? Gekämmt und angeschnallt? Gut, dann kann's ja losgehen. So. Kandidat Nummer 2, geben Sie mir eine Kategorie. Konklusion auf der Enterprise. Was hättest du zwei? Gern? Ich hätte gern zwei. Ja, mach mal zwei. Zwei. Die Frage 1. Yeah. Und hier die Kategorie.
Advent, Advent, das Christkind brennt. Alter, D-Mark, und dafür gibt, ne, es 2000 so ist etwas älter, das Spiel. Es ist Weihnachten und, oh Schreck, das Christkind ist beim Anliefern der Geschenke in ihrem Lichterbaum hängen geblieben und hat ihre gute Stube so unversehens in ein Krematorium verwandelt. Wenn das Christkind samt ihres Baumes fast vollständig verbrennt, welches... Sie haben es in der Hand, Kandidat 1. Nein, der Musikantenknochen ist kein Knochen, sondern ein Nerv. Und so ein Nerv brennt wie nichts. Scheiße! Kandidat 2, worauf warten Sie noch? Jetzt komm, mach, es ist doch klar, was ist denn vor? Zeigen Sie uns, was Sie drauf haben. Keine Ahnung. Bist du ein Lowlander? Kuckucksbein. Ja, das ist hier irgendwo oder so. Das Kuckucksbein ist das Steißbein und hat... Sag ich ja, hier irgendwo. Hier irgendwo beim Arsch. Nein, haben Sie wenigstens ein Andenken so. An dieses... Du hast doch nur geraten. Ja, klar hab ich geraten. Ich hätte gesagt, der Musikantenknochen ist aus irgendwas, okay, was nicht verbrennt. Wie geht dafür das Doppelte? Mugli Balu, tödliche Fähre in Taiwan und Hannibal. Mugli Balu. Ja, komm, Mugli Balu. Keine Sorge, sind nur wir 7. Wir machen die Kategorie Mugli Balu und tödliche Ferien in Taiwan. Und 3000 Mark gibt es für die richtige Antwort. Angenommen, die Belegschaft des Dschungelbuchs plant einen gemeinsamen Urlaub in Taiwan. Wer würde diesen Urlaub in permanenter Todesangst verbringen, weil er befürchtet... Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? Die Python-Schlange K. Schlangenfleisch wandert in Taiwan. Du hast doch viel zu schnell gedrückt. Die essen doch auch Bären. Die essen auch Bären und Schwiegern. Die essen doch auch Bären und Schwiegern. Papa, die hat viel zu schnell gedrückt. Ich hab nichts mehr. Wählen Sie eine Kategorie, Kandidat 2. Nein, ist das... Nein, das ist Frage 3. Willkommen zu der Kategorie Dinosaurier und Grenzkontrollen. Und dafür gibt es 1000 Mark. Sie wollen ihren eigenen Jurassic Park eröffnen und schmuggeln deshalb Saurier-DNS ins Land. Wenn diese Dino-DNS wie im Film aus prähistorischen Mücken stammt... Sie kennen die Antwort. Oh nein, komm, Reinhard, warum drückst du denn immer direkt? Mach zwei, mach zwei. Ich glaube, in Ihrer Grube ist auch was versteinert. Ernsthaft? Du bist so ein schlechter Verlierer. Eins. Ja, keine... Oh, bist du low? Du bist so ein schlechter Verlierer. Ja, bin ich. Alter. Du hast immer schneller gedrückt als ich. Alter. Es sind nur 7 Fragen. Du musst nur 7 Fragen lang deine Würde behalten. Ja, aber ich lieg doch jetzt schon 3000 Euro hinten rein. Ja, aber das heißt 7000. Das heißt doch nichts. Ich kann doch gar nicht mehr aufholen. Kandidat Nummer 1, eine Kategorie bitte. Komm, 2. Ah, wirklich? So. Und diese Kategorie heißt Apokalypse auf der Ponderosa. Gib mir keinen Schnaps, das könnte eine harte Nuss sein. 3000 Mark zahlen wir dafür. Sagen wir mal, die Cowboys aus Bonanza haben es einfach satt, immer die Guten und Braven zu sein. Die Cartwrights beschließen daher, sich in die 4 apokalyptischen Reiter zu verwandeln. Wenn Ben die Pest ist, zeigen Sie uns, wo es lang geht, Kandidat 1. Für Hoss bleibt die Rolle des Krieges. Gott sei Dank, in Gottes Namen, verdammt nochmal. Ich habe gehört, die Einschaltquote sind stark gestiegen. Ich bin mal ein Kuck jetzt, nicht so beleidigt, ich darf gleich auch mal für mich drücken. Meine Güte, es waren doch nur 1000 Euro. Du, Basti, das habe ich nicht nötig. Ich mache ja so platt. Kategorie. Sehr merkwürdiger Akt. Hast du, ich habe nicht mit Kandidat 1. Du hast vorhin auch gedrückt, als ich dran war. Und jetzt ist es Zeit für Nipzack sich in Po. Und die Kategorie für diese Schnickschnackfrage lautet Politiker und Pferdekult. Und der maximale Gewinn für diese Schnickschnackfrage beträgt 5000 Mark. Beleidigt wegen 1000. Ich ziehe alle 1,5 Sekunden was von dem Geld ab. Je schneller Sie also raten, desto mehr Geld bleibt Ihnen. Achtung, lassen Sie sich nicht von der Interpunktion beirren. Mit welchem Sprichwort reimt sich dieser Schnickschnack? Hä? Schweig! Wener ehrt Isoldes Pferd? Was? Es handelt sich dabei um ein Loblied. Um ein Loblied auf Eigenheime. Was? Wer? Ein Loblied auf Eigenheime und ganz besonders die Kochstelle darin. Was? So was wie die Küche ist des Hauses wert, aber ich kenne das scheiß Loblied nicht. Das hättest du jetzt schreiben tja, können. Tja, was soll ich sagen? Gekannt. Das wär's gewesen. Schweig, wen er ehrt, Isoldes Pferd.
eigener Herd ist Goldes wert. Das kenne ich überhaupt nicht. Kennt das jemand? Einer eigener Hupen. Herd ist Goldes wert. Das fand der Pfandleier. Ach, nicht, ihr seid doch okay. Okay, jetzt nochmal Hupen, okay, wenn ihr das kennt und unter 40 seid. Ach, verdammt. Kandidat 1, welche Kategorie? Schollen mit Heino. Das ist die vorletzte. Eigener Herr des Goldes wert. Ja, kann ich nicht. Ist die letzte Frage übrigens vor der Jackpot. Mit Heino. Jetzt schon? Und ja, wie soll ich denn so aufholen? Ist ja nur ein Siebener, jetzt mach da. So, dann wollen wir mal sehen, was Sie von den Texten von Schlagerstar Heino noch so alles wissen. Ergänzen Sie die folgende Liedzeile. In der dritten Hütte hat er sie geküsst. Und dann? Und dann hat er sich verpisst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Ja, Kandidat 1. Weiß, was dann geschehen ist. Ja, ich war nämlich mit meinem Vater womit mal dann jeder genau wüsste, beim Tag der offenen Tür ist. In der Emscher Lippe-Halle. Und da kommt beim Heino-Konzert. Ja, war ein Heino-Konzert in der Emscher Lippe-Halle rein. Und es war ganz fürchterlich. Was haben wir? Nee, was bringt ihr denn da? Was haben wir gemeinsam? Die Jack Attack. Die sind so still geworden, Reini. Ja, sehen, was wir machen? Ich glaube, ja. Ach, ihr seid so süß. Wir gucken unsere Frau nicht mehr aufs Handy, das ist schon mal gut. Faulen Weiber. Jack Attack. Wenn Sie zwei Begriffe sehen, die zusammenpassen, drücken Sie Ihren Buchstaben. Eine richtige Antwort bringt Ihnen 2000 Mark. Aber jedes Mal, wenn Sie daneben liegen, kostet Sie das 2000 Mark. Und Vorsicht! Drücken Sie Ihr Knöpfchen nur, wenn das Wortpaar zu unserem Fingerzeig passt. Was haben wir gemeinsam? Was? Arsch. Aha. Ach, fuck. Hä? Ach, scheiße, verdammt nochmal. Remford, ich kann das gar nicht lesen. Das 6 Punkte und mehr. Ah! Ja, das kann der Bier. Da kennt der Bier doch irgendwie aus. Jana und Baum. Wie sind Jana so korrekt? Nein, Indro. Großes Vertrauen, ne? Und ich dachte ja eigentlich, dass du gewinnst. Nein, dachte ich nicht. Scherz, ne? Ich habe deshalb noch vorher diesen Button mitgebracht, auf den ich drücken kann. That was easy. That was easy. Warte, halt mal, da. That was easy. Der kann nur den, dieser Button kann nur einen Satz. Ja. Deswegen hast du ihn gekauft, weil das rauskommt. That was easy. Den hatte ich zu Hause noch rumliegen. Ich hab mir gedacht, wenn wir gegeneinander spielen, verlierst du eh. Warum haben wir jetzt die Dreh- und Trinkscheiße? Nostalgie. Das war's schon. Ja, das war's. Warte noch ab. Da kommt noch warte was mal. Tolles. Ich habe hier noch andere Sachen, die meine Frau mir noch eingepackt hat. Warte mal. Den sollte ich dir noch geben. Bart? Ist das Ballwax? Ist das für die Eier? Ja. Das ist... So, für diejenigen von euch, während Basti sich seine Eier einreibt, für diejenigen von euch, die You Don't Know Jack noch kennen, wissen, da fehlt was. Weil eigentlich
wenn bei You Don't Know Jack der Highscore am Ende länger stehen blieb, kam irgendwann etwas, was ein Highlight bei You Don't Know Jack war, und zwar Werbung. Und zwar keine richtige Werbung, sondern so Fake-Werbung. Und die war echt großartig und teilweise auch ein bisschen unter der Gürtellinie. Ich habe da mal was rausgesucht. Hast du? Ja, habe ich. Warte mal, dafür müssen wir das hier mal kurz beenden. Dafür müssen wir wieder zurück in die Präsentation. Wo ist mein Mauszeiger? Da ist mein Mauszeiger. So, da sind die schlimmen Bilder von mir. Und zwar da. Achso, warte mal. So. Da solltet ihr gleich Ton hören. Das sollte nämlich ein Video sein. Ich habe mal bei YouTube gesucht. Und zwar die Werbung von You Don't Know Jack findet man noch bei YouTube. Und die ist teilweise echt ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man die heute noch mal so in so ein Videospiel packen würde. Das geht irgendwie 3-4 Minuten. Aber wir hören uns mal nur die ersten beiden Spots an. Das ist so eine Fake-Werbung, ja, oder? Ja, genau. Das ist Fake-Werbung. Also einfach nur so für irgendwelche... imaginären Produkte, aber sehr, sehr... Und das läuft im Abspann des Spiels? Genau, das läuft eigentlich bei You Don't Know Jack, während der Highscore angezeigt wird, läuft diese Werbung. Also wann ist so der Euro erschienen? 99, ne? War es nicht 2000? 2001? 2000, so? Okay, mein Gott, wir haben mal Mr. Smarty Pants da vorne sitzen. Okay, 2000. Dann ist also, das Spiel ist älter als 20 Jahre. Das ist krass, ne? Krass. Und trotzdem war die Grafik Hammer. Ja. Das mit Raytracing. Aber es war schön, eine schöne Erinnerung. Ja, war wirklich schön. Aber wir hören uns jetzt mal kurz die Werbung an. Können wir die auch hören? Wir sollten die hören über die Monitorboxen. Eigentlich. Meine Damen, ist Ihnen das auch schon mal passiert? Weisen unsere Verkaufszahlen für das letzte Geschäftsjahr ein Plus von 34,5%. Also das ist doch immer so was. Himmels Willen. Sie sind mitten in einer wichtigen Präsentation und plötzlich rutscht Ihnen eine Ihrer Liebeskugeln heraus. Ein peinlicher Moment. Aber damit ist jetzt Schluss, denn der Vaginasan-Konzern hat die Lösung für Sie. Vaginasan Anti-Rutsch-Liebeskugeln. Die bleiben, wo sie hingehören. Diese traditionellen erotischen Hilfsmittel, die japanische Frauen schon seit Jahrhunderten erfreuen, sind jetzt mit einem speziellen genoppten Klemmsaugnapf erhältlich, der auch bei einer starken Feuchtigkeitszunahme im Vaginalbereich jegliches Herausschlüpfen der Kugeln zuverlässig verhindert. Vaginasan, damit Sie sich vor Lustkugeln und nicht die anderen vor Lachen. Vaginasan Liebeskugeln gibt es in den Größen klein, mittel, groß und extra Bowling King Size. Sie suchen dringend einen Nebenerwerb und sind nicht sehr schmerzempfindlich? Dann haben wir das Richtige für Sie. Denn die Universitätskliniken bieten Ihnen einen stattlichen Zuverdienst und Sie brauchen praktisch nichts dafür zu tun. Die bezahlen mich dafür, dass ich zweimal pro Woche so Pillen schlucke und irgendwelches Zeug trinke. Und naja, manchmal bin ich da vorne ein bisschen weg und dann schlage ich meine Frau oder schieße auf Passanten. Das macht mir nicht mein aus. Ne? Anfangs haben mich die Elektroden und die vielen Infusionsschläuche und Gehirnsonden ein bisschen gestört. Aber jetzt merke ich schon gar nicht mehr, was da alles in meinem Kopf drin steckt. Warum zu Hause rumsitzen und fernsehen, wenn Sie das genauso gut bezahlterweise in einer Forschungseinrichtung tun können? Mit den neuesten Psychopharmaka im Blut. Die Kisten in mir gerade so ein Mittel. Wenn du da drauf die Tagesschau guckst, echt geil. Einmal im Monat lasse ich mich von Medizinstudenten rektal untersuchen. Ich meine, das ist ja nichts Unanständiges. Und ich krieg gutes Geld dafür, dass die Leute in meinem Hintern rumpulen. Schreiben Sie an Ihre Uniklinik unter dem Stichwort Mein Körper für euer Geld und werden Sie reich. Denn Sie müssen nicht tot sein, um ihren Körper der Wissenschaft zu vermachen. Eine kommt noch. Hallo, ich bin Gloria von Hohenross und ich möchte dich um deine Hilfe bitten. Die Welt ist voll von reichen und schönen Leuten, die im Geld schwimmen und die jetzt deine Unterstützung brauchen. Hunderte von Millionären suchen jemanden, der ihnen das Gefühl gibt, trotz ihrer Villen und Yachten vollwertige, nützliche Menschen zu sein. Diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Bist du ein Kind der dritten Welt? Bist du arm, krank oder lebst im Elend? Möchtest du deinen reichen Brüdern und Schwestern in Europa eine große Freude machen? Dann schick ein Bild von dir, auf dem du möglichst ausgemergelt, hungrig und heruntergerissen aussiehst. Das Tolle daran ist, du musst es nicht umsonst tun. Bei Gefallen erhältst du vierteljährlich Rückpost von deinem Millionärspaten. Geschrieben auf Briefpapier, das so teuer ist, dass du dir 5 Bambusmatten oder sowas davon kaufen könntest. Also, schick dein Bild noch heute. Zerrissene Kleidung und Wasserbauch wären toll, aber ein verzweifelter Blick und Fliegen, die über dein Gesicht krabbeln, tun es auch. Schreib an das Millionärshilfswerk in Saint-Tropez, Côte d'Azur. Ernsthaft? Ernsthaft?
Ihr müsst mal auf YouTube suchen. Es gibt davon 3 oder 4 Videos. Es geht in Summe fast eine halbe Stunde. Es ist wirklich großartig. Und die Hälfte davon kann man heute nicht mehr machen. Nein, heute kann man die nur noch in einem Kreis von Freunden. Ja. In einem kleinen Kreis von 600 Freunden kann man die noch überhaupt produzieren. Unsere Freunde spielen schon wieder Candy Crush. Es ist einfach unfassbar. Warum haben wir die geheiratet, Reinhard? Ich weiß Möchte nicht. Irgendjemand uns hier heiraten als Ersatz? Ist schade, dass nur, ist irgendwie schade, dass nur Typen hupen, oder? Ja. Reini, Nostalgie, die 90er. Ja. In der Zeit, in der du nun mal so fuckable aussahst, dass die Mädchen in deiner Klasse sich gegenseitig in Reihe gestellt haben, gesagt haben, wer darf zuerst... Nein! Nein! Koala-Kakao! Oh mein Gott! Wenn du gerade bei Nostalgie bist... Ich bin kurz davor, Pilze zu nehmen, um die zu kriegen. Gib mir das. Boah, die habe ich seit 20 Jahren nicht gegessen, Reinhard. Die gibt's noch? Ja, die gibt's noch. Oh, wo gibt's die denn noch? Im Süßigkeiten-Outlet im Essener City Center. Dieser verzweifelte Blick. Das darf ich zu Hause sonst nicht. Cola Kakao. Oh, die sind da mega geil. Die haben. Der Koala macht Klimmzüge. Jetzt kommt der Hammer. Es gibt davon Müsli. Wirklich? Ja. 2 für 1 Euro. Boah, das ist eine geile Erinnerung. Ja, ne? Kein Spielzeug enthalten. Deshalb war die billiger. Aus dem Outlet. Aber. Werden die noch produziert oder essen wir gerade Sachen, die aus den 90ern sind? Nein, die werden noch produziert. Von Kuchenmeister in Soest. Ah, oh, lecker. Noch was? Mm. Wir waren bei Nostalgie. Die 90er. Ja. Wenn du an die 90er denkst, ne? Was ist das? Das sind Gummibierchen. Gummibierchen? Ja. Mein Geschmack ist eh im Arsch, weil ich diese komische Scheiße gelutscht habe, Reinhard. Das sind Gummibärchen in Bierflaschenform mit Biergeschmack. Oh, nicht schlecht. Bitteschön. Ja? Du bist ja auch ein Kind der 90er. Du bist 83 geboren, ich 84. Ich bin 82 geboren. Du bist doch... Wirklich? Ja. Okay, du bist nun mal ein alter Bastard. Du bist 38. Danke. Nein, ich bin 37, weil ich November Geburtstag habe, du Bastard. Wen interessiert das? Das spielt alles keine Rolle. Wir haben das noch nicht zum Nationalfeiertag erklären lassen. Also, du bist 37 Jahre alt. Ja. Und du bist in der gleichen Zeit jugendlicher gewesen, als ich es war. Ja, richtig. Woran erinnerst du dich, wenn du dich ans Jahr 1993, 94, 95 erinnert, wenn es um Spielzeug zum Beispiel geht? Spielzeug? Ich wollte gerade sagen, da hat Kurt Cobain sie erschossen. Ja, das stimmt. 2. April 1994. Boah, Spielzeug. Ich erinnere mich an diese Hippo, diese pillenfressenden Hippos, die so 4 Stück gegenüber und dann so bunte Kugeln und man hat so gedrückt. Nicht? In deinem Sozialhaushalt vielleicht, aber bei uns, wohlhabenden Lehrerkindern, ich hatte einen Tamagotchi im Jahr 1995. Ja, hattest du auch einen Tamagotchi? Ich hatte auch einen Tamagotchi. Boah. Meins ist immer verreckt. Meins auch. Ich habe immer noch die stille Vermutung, wenn ich da heute eine Knopfzelle reindrücken würde, nach 22 Jahren, das liegt immer noch in meiner Schublade. Das Schlimme ist, ich habe jetzt immer noch ein Tamagotchi, das verliert nur Haare ohne Ende und liegt immer auf meiner Tastatur. Der Kater. Yes. Aber weißt du noch, wie Tamagotchi damals war, was das für ein Hype war, dass man eins haben musste? Dass man damit Leute damals begeistern konnte. Der gibt heute so einem Kind mal ein Tamagotchi, dann guckt er an und denkt, fick dich. Eigentlich sollte man das denken, das war damals wirklich der heiße Scheiß. Ne? Also es war 64x64 Pixel. Oh, hupt einmal, wenn ihr Tamagotchi nicht kennt. Okay, kennen alle. Ja, okay. Weiter. Also 64x64 Pixel. Ich werde nie vergessen, meins war in Eiform. Ich glaube, sehr viele waren in Eiform mit Schlüsselanhänger. Oder? Ich glaube, es war sogar eine eingetragene Marke. Ne? Ja, Tamagotchi war so... Gib mir das sofort her. Hier. Danke. Tamagotchi war das Original, da gab es noch jede Menge Klone von. Und später kamen noch irgendwie so virtuelle Haustiere raus, die man zusammenstecken konnte, die dann interagieren konnten miteinander. Echt? Ja. Da war ich wieder, ja komm du Wohlstandsblach, hau ab. Wir sind in Gelsenkirchen. Mein Tamagotchi war der Nachbarsjunge, den habe ich mit Elektroschock so weit gekriegt, dass er Scheiße gefressen hat. Hat dein Tamagotchi sich zu irgendwas Sinnvollem weiterentwickelt? Die konnten sich ja zu verschiedenen... Die konnten sich ja Bundespräsident oder was hättest du gerne? Nein, Skynet. Nein, ja. Die konnten sich ja weiterentwickeln, die konnten ja wachsen. Am Anfang war es dieses kleine Scheißvieh, was einen Schnabel hatte, so groß wie sein Kopf. Und dann konnte er später größer werden. Und irgendwie, ich glaube, es konnte sich in verschiedene Stadien entwickeln, wie so ein Pokémon.
Ich hatte nur zu wenig Ausdauer dafür. Du musstest es füttern und die Scheiße wegmachen. Ja, du musst mit dem auch spielen, wenn ich mich nicht irre. Was für eine unfassbar... Guck mal, da gehen sie jetzt alle einen Haufen machen. Hallo, ihr wilden Mäuse, wir sehen euch. Huhu, huhu, was ist denn los? Groß oder klein, steckt die Schlange schon ihr Köpfchen raus, sei ehrlich. Guck mal, wie er läuft, glaube ich schon. So, da wir kommt gleich eine Banane nicht über die Leute Welt. Lustig. Was denn, was gehen die denn kacken, während wir hier reden? Wir geben uns noch Mühe, das hier unterhaltsam zu gestalten. Nur weil du auch gerne kacken gehen würdest. Also recht, geh mal darüber, ich gebe denen mal ein paar Koalas. Red weiter, Reinhard. Corona. Ah, wie Corona? Corona? Wegen Corona? Die sind schon weg. Boah, sind die weit weg. Jetzt bringt das nichts. Bleib hier. Wenn die wüssten, dass ich ihnen jetzt ein paar Koalas gegeben hätte. So, nee, mal ernsthaft, die Leute wurden ja hier für Unterhaltung, sind ja hier. Wir müssen noch irgendwie mal was halbwegs Sinnvolles machen. Reini, komm, ich mach dir eine Sache aus den 90ern vor und du sagst mir, was es ist, ja? Das war, als du mal verkloppt wurdest und die Leute auf dich gezeigt haben? Nein, Reini, komm. Ja, ich weiß, Jojo. Ja, oh, Jojo. Hattest du das? Ja, hatte ich, konnte ich nicht. Wie konntest du nicht? Das war für blöde. Nee, es gab ja so mit Freilauf. Ja, genau, das habe ich ja gerade vorgemacht. Ja, da konnte ich nicht. Was kann man denn da nicht können? Ich war zu arm dafür, ich hatte keinen Freilauf. Hattest du denn Rollerblades? Ich hatte Kopien von Rollerblades, ja. Was heißt Kopien? Du hast ein ausgedrucktes in A4-Blatt auf dem Rollerblades. Nein, Rollerblade war ja tatsächlich eine Marke. Es gab ja K2, war damals so das große Ding, K2 und Rollerblades. Ja, K2, ich weiß noch. Ich hatte irgendwann tatsächlich mal K2s und ich bin auch relativ viel so mit Inlineskates gefahren als Jugendlicher. Dankeschön. Das andere ist noch nicht leer. Moment. So. Das ist mein Junge. Ich bin auch... Prost. Ich bin auch relativ viel... Bah. Schmeckt immer noch süß. Ja, weil du doof bist, weil du uns was mitgebracht hast, wo nichts mehr schmeckt. Ich bin früher relativ viel mit Rollerblades gefahren und zwar hier in Essen um den Baldeneysee. Mein Rekord war... Wo du geheiratet hast. Ja, genau. Da bin ich rumgefahren. Eine Runde rum sind ungefähr 15 Kilometer. Und ich bin mal an einem Tag, das war eine Zeit, als ich morgens um 6 Uhr aufgestanden bin, um eine Runde mit dem Fahrrad da rumzufahren, bin ich an einem Tag zweimal mit dem Fahrrad da rum und zweimal mit Inlineskates hintereinander. Hattest du eine klinische Depression oder warum? Nee, zu der Zeit war ich sportlich, das kennst du nicht. Das ist das wie mit den 10 Kilometern da. Du warum ist das auf keinem dieser Bilder abgebildet gewesen, die du uns gezeigt hast? Du sahst auf jedem aus wie einer, der irgendwie im Gerätschub moderniert. Warum? Weil ich meine Gegner nicht direkt verunsichern möchte. Kommt mal her, ihr Mäuse, ich habe euch ein paar Koalas hier. Wollt ihr Koalas haben? Lecker, lecker, lecker. Ja, bring denen mal Koalas, die freuen sich. So. Oh, jetzt sind da leider welche rausgefallen. Das tut mir leid. Du hast die Ich sammle dir die gleich auf. So, wir waren bei Rollerblades. Hast du Rollerblades? Ich hatte Rollerblades. Mein Vater hat mir bei Aldi Rollerblades gekauft. Das heißt nicht, dass sie schlecht waren. Doch, das heißt, dass sie schlecht waren. Es gab ja welche mit Plastikrollen und welche mit Gummirollen. Ja, ich hatte die mit Plastikrollen. Ich hatte aber auch die mit Plastik, wo du so gefahren bist und du hörtest so ratatatatata. Und du bist mit vollem Schwung ungefähr 50 Zentimeter gerollt. Und dann hatte ich das erste Mal im Laden, ich erinnere mich noch, das war bei Karstadt Sport. Es gab mal ein Karstadt Sport. Bei Karstadt Sport hatte ich dann Rollerblades an, die so Gummirollen hatten und ordentliche Kugellager. Ne? Die wurden ja hier so Avec... Irgendwas, 3, 5, schieß mich tot. Ich hatte die an, hab die angezogen, bin aufgestanden. In dem Moment, wo ich aufgestanden bin, saß ich auch schon wieder. Warum? Weil ich auf die Fresse geflogen bin. Weil sofort? Die so, ja, weil die so super schnell, das war ich nicht gewohnt. Also meine Inlineskates, die ich hatte, die mit den Plastikrollen, waren eher so wie in einer Eishalle, wenn man zum Eis hinläuft auf den Schlittschuhen. Also, mein Vater hat mir die bei Aldi gekauft für 49 Mark damals, glaube ich. Und ich bin damit über unseren Garagenhof gerollt. Er stand hinter mir, griff meine Hüfte. Komm, greif mich mal, Reini. Greif mich. Mach meinen Vater. Komm. Jetzt, okay. Ja, komm, tu es. Tu es jetzt. Und ich bin gerollt. Das sind Bilder, die ich so bereue, ne? Greif mich, greif mich. Und ich bin gerollt. Gerollt, gerollt, rollt. Komm, mal mich wie eins von deinen französischen Mädchen, Jack. So, und ich bin gerollt. Bin dann hier gegen einen Treppenabsatz bei unserem Nachbarn Wartmann gefahren und beide Rollen sind abgebrochen. Beide. Wollen wir einmal einen Handstand machen? Ich habe beim letzten Podcast einen Handstand gemacht. Aber ich brauche deine Hilfe, Reini. Du musst mich festhalten, Reini.
Ey, sind wir so ver- Ich hab die Bälle zum Jonglieren vergessen. Wollen wir nicht über irgendwas Vernünftiges noch reden? Ja, wieder hin, kein Handstand, ja. Dann halt sein. Doch, wir machen jetzt einen Handstand, Reinhard. Du musst nicht fest... Ich kann das nicht, ne? Also, ja, das weiß ich, ja. Deshalb habe ich Angst. Ja, Reinhard, du musst mich festhalten. Du musst beide... Warte, ich muss mal die Dings in die Hose stecken hier. Das ist keine gute Idee insgesamt. Ja, ich bin das ja dabei, jetzt stress nicht. Du hältst meine Beine fest, Reinhard? Ja, ja. Du hältst die Beine fest? Ja, ich halte die Beine Versprich fest. Versprich es. Ja, ich verspreche es. Du brichst dir irgendwas. Ich brech mir... Du hältst mich fest. Wie gut seid ihr versichert? Gar nicht. Reinhard, ich werde jetzt meine Beine hochstellen und du wirst in dem Moment meine Beine greifen und mich festhalten. Wie kommst... Wenn du dann im Handstand bist, ne? Ja. Wie geht's dann weiter? Also wie kommst du wieder zurück? Du fällst so runter mit dem Kopf so zur Seite? Ja, und dann bin ich Stephen Hawking über den Dumm. Ja. Stell dir vor, Stephen Hawking wäre dumm gewesen, dann wäre es eine sehr langweilige Geschichte. So, komm her. Wir kriegen das hin. Ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Nein, musst du nicht. Vertrau mir einfach. Du, dir ist klar, das letzte Mal... Das ist eine richtig schlechte Idee, besonders auf einer erhöhten Bühne. Das letzte Mal war ein Sportlehrer dabei, ne? Ja, mein Gott, Özakosa, bin ich auch nicht von ausgegangen, dass der mich auffällt. Willst du nicht lieber irgendein Integral lösen? Greif mich jetzt. Irgendwas, wobei ich dir helfen kann. Reinhard, halt mich fest. Ich versuche, dass mein Penis nicht auf deiner Stirn aufliegt. Komm. 1, 2, 3. Das wird aber auch schwer, so klein. Reinhard, komm jetzt. Hältst du mich fest? Ja, ich halte dich fest. Versprich es. Ja, verspreche ich. Schwör's. Okay, das reicht. Ich versuch's. Das ist, das ist echt keine gute Idee. Hält die Bühne? Ja, die Bühne hält. Komm, 1, 2, 3, Reinhard. Na, rein! Halt doch mein... Was soll denn los mit dir? Du hast gesagt, halt, nicht nehmen und hochziehen. Ja, also, du musst schon mitarbeiten, Reinhard. Du musst schon einen Handstand machen. Ja, ich mache einen Handstand. Halt die Beine fest. 1, 2, ich vertrau dir. 3. 1, 2, 3. Mal ernsthaft. Greif die Beine rein, dann bist du dahin. Was hast dahin. Hast du im Sport jemals was Besseres als eine 5? Eine 4 minus, geh dahin. Und das war gelogen. 1, 2, du musst dich dahin. Okay, warte. 1, 2, wir schaffen das, Reinhard. 1. Ist das armselig? Nein, das ist schön. Nein, das ist armselig. Nein, das Artistikanteil, das gehört zu so einer Show. 1, 2, das machen Siegfried und Roy auch. 1, 2, 3. Ja! Verstehst du? Das ist armselig. Und jetzt andersrum. Was? Ja, los. Was? Ja, los. Was? Ja, jetzt machst du das auch. Ja, das kommt. Richtig schlechte Idee, komm her. Das ist eine richtig beschissene Idee. Ja, komm mal. Das wird nicht funktionieren. Doch, doch. Das habe ich schon in der Schule nicht geschafft. Doch, du schaffst das. Du brauchst nur Core Strength, nennt man das im Englisch. Core Strength. Hast du mich mal angeguckt? Ja, Reini, also dein Magen hat viel Core Strength. Komm her. Das wird nichts. Alter, hast du wieder die roten Schuhe an? Ja. Warum hast du immer die roten Schuhe an? Meine Frau hat mir gesagt, ich soll die wegschmeißen, weil die ein Loch an der Seite haben. Ja, du sollst die wegschmeißen. Du siehst aus wie ein Obdachloser. Ich habe noch andere dabei, aber die sind im Auto. Jetzt? Das ist keine gute Idee. Doch, wir schaffen das. Ich fange Das ist ernsthaft keine gute Idee. Jetzt mach es. Das ist wirklich es kann nichts passieren. Nimm die Brille an. Jetzt sehe ich nichts mehr. Nee, mehr darüber. Mehr darüber? Warte. Alter, du sollst keinen Flickflack sagen, es reicht, wenn du einen Handstand machst. Ja, aber selbst das... Mach einfach einen Handstand. Ich halte dich fest. Tada! Bleib einfach da. Nein. Das ist gut. Ah, davon habe ich immer geträumt. Ah. Kannst du das bitte lassen? Gott, ist das armselig. Willst du noch mal? Nein. Setz dich wieder dahin. So. Ich hatte im Sport übrigens immer eine 2 für Einsatz. Eine 2 für Einsatz? Nee, wir haben ja Fußball gespielt und so. Und da habe ich im Tor gestanden. Ah, die Mauer. Reinhard, die Mauer, Remford. Genau. Ich war auch immer im Tor, Reini. Aber das war jetzt, also du hast die Füße ja noch nicht mal hochgekriegt. Nee, Sport, so Gymnastik. So. Hast du nie Turnprüfung gehabt? Doch, ich hatte sogar in der Schule, also beim Schulsport, ne, wir haben sogar so richtig beschissen. Schulsport ist der letzte Dreck. Mal ohne Scheiß. Ne? Da kommen so viele Aggressionen gerade wieder hoch. Ja? Also ich erinnere mich noch dran, ich hatte einen Sportlehrer, Herr K., oder nennen wir ihn lieber Herr Essler. Herr K.,
Herr K., ich glaube, nee, ach, kann ich mal gehen, der ist tot mittlerweile. Der ist, tatsächlich, ich habe von einem alten Schulfreund gehört, dass der tot ist. Wundert kaum, als ich in der Schule war, war der so Mitte, Anfang 50 und hatte immer einen Flachmann in seiner Innentasche, also in seinem Sport. Ein klassischer Sportlehrer. Genau, also. Der klassische Sportlehrer. Und Herr K. hat mit uns wirklich alles gemacht, ne? So diese ganze Scheiße, die man in der Schule macht. Wir hatten Stufenbarren. Hast du mal Stufenbarren gemacht? Oh, hier den, wo man dann... Den, wo man, da über, wo man sich so rüberschwingt? Ja, genau. Boah, das Ding haben wir gemacht. Wir haben Rec gemacht. Und beim Rec haben wir, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, ich mach das mal vor. Das war richtig, richtig beschissen. Und zwar war das irgendwie so greifen von unten und dann so unter der Stange her, so ja, ein Kuschelkopf zurück hoch. Umschwung. Genau. Das war der Umschwung. Genau, der Umschwung. Der und dann Umschwung. Warst du da so und dann sollte man ein Bein so über die Stange, hat dann so auf der Stange gesessen, hat dann die Beine so zusammen und sollte dann einmal so rum. Mein Problem dabei war, ich bin nicht einmal so rum, eng angedrückt, sondern ich bin so rum, hoch und dann so pock. Also ich landete oben wieder so und dann so pock auf die Stange. Das hat in meinem Gemächt ein bisschen für Schmerz gesorgt. Und das Einzige, was mein beschissener Sportlehrer dazu sagte, als ich schmerzverkrampft auf allen Vieren zurück in die Schlange gekrochen bin, war, wenn du weiter so läufst, hole ich dir eine Schale Hundefutter. Das war mein Drecks-Sportlehrer. Ja, mein Dann haben wir noch so Sachen gemacht wie Bockspringen. Über diese, kennst du diese großen Kästen? Ja. Also diese breiten großen Kästen? Ja, klar. Und zwar da drüber, und zwar nicht längs, sondern quer. Also quer? Genau, quer also darüber. Spagat darüber? Nee, nicht im Spagat, sondern die Füße so weit an den Körper, dass du mit den Händen da drüber kommst. Mir jedes Mal mit den Füßen hängen geblieben, hat mich auf die Fresse gelegt. Das war so ein Arschloch, ne? Aber ging's auch, also du warst ja auch ein relativ kräftiges Kind und warst jetzt nicht sonderlich attraktiv, so wie ich, oder? Ja, richtig. Ja. Hat er euch auch bewusst erniedrigt vor den anderen? Ja, wir hatten nämlich Schwimmunterricht. Oh. Wir hatten bei uns in der Schule, unsere Schule hatte ein eigenes Schwimmbad, ein kleines. Das heißt, wir hatten von der 5... Drecksschwimmbad. Wir hatten von der 5, und das ist für, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist für einen Jungen, einen übergewichtigen, nicht attraktiven Jungen in der Pubertät. Fürchterlich. Die Hölle. Das ist wirklich, das ist die Hölle. Du bist gezwungen, zum Schwimmunterricht zu gehen, genau, dich vor dem Mädchen auszuziehen, da rumzulaufen. Und dann zu schwimmen. Und dann, ne, damit es ein bisschen Würde behält, kommst du natürlich in so Schwimmshorts an, wo dein Sportlehrer dann sagt, dass, womit er natürlich aus sportlichem Aspekt recht hat, das ist schlecht für Schwimmen, weil das zu viel Widerstand, also Strömungswiderstand hat, der dir dann sagt, so ab sofort sind Badeshorts verboten und du musst in so einer Speedo auftauchen. Was? Ja. Der hat gefordert von dir, dass du in der Dreiecksbadehose kommst. Wir mussten in so einer Speedo antanzen im Sportunterricht, also im Schwimmunterricht. Und das hatte man bei uns von der 5 bis zur Oberstufe durch. Jedes Jahr Schwimmunterricht. Das war richtig nice. Das war richtig erniedrigend. Warst du auf dem katholischen Schwimmgymnasium? Ja, ich war auf dem bischöflichen Gymnasium am Stoppenberg. Und da sind welche, die auch dort waren. Stoppenberg kenne ich noch. Da hieß immer, wenn du Prügelei mit den Stoppenbergern hast, die hauen dir in die Fresse und fragen nachher, wer du bist. Ja. Also die Schulzeit an sich war ganz okay, aber Schwimmunterricht habe ich gehasst wie die Pest. Ich habe kein Fach so oft blau gemacht wie Schwimmunterricht. Ich fand Schwimmunterricht endete bei mir, wie bei 99% der Leute, die heute hier sind, glaube ich, in der 7. oder 8. Klasse. Da hat man dann sein erniedrigendes Goldabzeichen gemacht, ist vom Fünfer gesprungen, hat nach dem Reifen getaucht und dann war auch Feierabend. Bei uns musste Warum ging das bei euch, weil die das Schwimmbad hatten und dachten, wir müssen die Scheiße benutzen, oder was? Bei uns musste man sogar, wenn man nicht DLRG Bronze hatte, musste man in die Nichtschwimmer-AG in der Mittagspause. Oh mein Gott. Und das danach machen. In so einem Planschbecken? Nee, in der das Schwimmbad, das wir hatten, das war, weiß nicht, irgendwie hatte der Schulgründer wohl mal zu viel Geld. Das war so ein Becken, da war eine Bahn, müssten so knapp 17 Meter gewesen sein. Also irgendwie so drei Bahnen waren 50 Meter so in etwa. Und das konnte man in der Höhe verstellen, das Schwimmbad. Was? Von 80 Zentimeter bis 1,80. Der Boden war verfahrbar. Ja. Was? Ja. Crazy. Das war ein richtig krasses Teil. Auf jeden Fall, da musste man dann in die Nichtschwimmer-AG und in der Mittagspause dieses Sportabzeichen nachmachen. Oh. Und halt auch eben so Ringe aus 1,80 Meter Höhe hochholen und so. War richtig schlimm. Also Schwimmunterricht war für mich echt die Hölle. Und man hat natürlich die Mädchen beneidet, weil die konnten ja nicht schwimmen, weil ich habe meine Tage.
Und zwar jede Woche. Ja, jede fucking Woche. Jede fucking Woche über 7 Jahre, ihr Glücklichen, ja. Ey. Also ich erinnere mich, dass Schwimmen entwürdigend war. Kennt irgendjemand das Zentralbad Gelsenkirchen? Ey, ich möchte noch kurz beim Schwimmen, wir haben ja auch so auf Leistungsschwimmen dann gemacht, ne? Also weil es sollte ja Sport sein, das heißt so 50 Meter auf Zeit, 200 Meter auf Zeit und so, ne? In verschiedenen Schwimmstilen, also Brustschwimmen, Rückenschwingen, hier so Delfin-Schmetterling-Scheiß. Und ich erinnere mich noch sehr genau dran, 100 Meter Schwimmen auf Zeit, nach 5 Minuten hat mein Sportlehrer gesagt, Reinhard, komm raus, ist eh eine 5. In welche Richtung bist du geschwommen oder bist du getaucht? Nee, geradeaus, aber halt langsam. Langsam. Unser Sportlehrer hat auch so was gesagt, wir haben keine Angst, Fett schwimmt oben. Oh. Ne? Er hat die Kinder motiviert. Mein Sportlehrer ist mittlerweile 80 und die Geschichte für die, die sie nicht kennen, weil ich habe sie im Programm, glaube ich, mal erzählt, ist wirklich wahr. Mein Sportlehrer hat mich aus der Tiefe seines Ballonseitenherzens gehasst. Ne? Ich war für ihn alles, was nicht stimmt so in der Welt. Ne? Ich war liberal, fett, und habe mich für Literatur interessiert und nicht für Bodentouren, warum auch immer. Der Typ dagegen war Weltmeister im Seniorensport, bei der Seniorenolympiade mit 60. Und ich weiß noch genau, wie ich in der 13. Klasse das erste Mal nach 8 Jahren Abitur, weil der Typ war mittlerweile 66 Jahre alt, einen anderen Lehrer bekommen sollte. Das ist wirklich passiert. Und dann sprang in der 13. Klasse die Tür der Sporthalle auf. Und dort stand er und sagte, Bielendorfer, für dich habe ich noch ein Jahr verlängert. Ich habe ihn auch in der 13. Klasse immer noch gehabt in Sport. Und er war, und als ich dann in der 13. Klasse war, hat er bei irgendeinem Schulwettbewerb oder an so einer Seniorenolympiade teilgenommen, ist beim Dopen erwischt worden. Und da hat die Bild-Zeitung einen Artikel geschrieben, Bild hat den Doping-Opi. Und dieser Artikel ist über mir nicht bekannte und völlig unvorstellbare Kanäle mehrfach kopiert und in der gesamten Schule ausgehängt worden. Ich weiß bis heute nicht, wer das war. Ja, schlimm. Und ich verurteile das auch, dieser alte Penner. Hattest du, also man hat ja Lehrer vor denen, oder Lehrer und Lehrerinnen auch, vor denen man Angst hatte, weil man das Fach nicht konnte? Ich hatte Angst vor denen, ja. Also ich hatte tatsächlich Angst vor meinem Lateinlehrer damals. Nee, mein Lateinlehrer hat einfach nur einen Wettbewerb ausgeschrieben, wie weit er Bananenreste in den Saal spucken kann. Er kam immer rein, schlurfte durch, packte eine Banane aus, biss da rein, sagte dann sowas wie Claudia et Demonstrandum et Colosseum und rotzt 3 oder 4 Meter weit diesen Rest rüber. Der hat die Klausuren und die Hausarbeiten immer mit Bleistift korrigiert. Was okay. Mega war, weil man konnte selber seine Note des Wunsches eintragen danach. Nee, ich hatte einen Lateinlehrer, der super streng war. Also Latein muss man, ist eine tote Sprache, kann man nicht sprechen, viel zu kompliziert und so weiter. Was macht der? In der ersten Stunde, in der 7. Klasse, kommt er rein und fängt an mit Mihi nomen est Magister bla bla bla. Ne? Ehrlich? Ja, der hat ernsthaft erstmal irgendwie eine halbe Stunde nur so lateinische Phrasen von sich gelassen. Du wusstest überhaupt nicht, was los war. Der war relativ streng. Ich habe den später noch ein bisschen besser kennengelernt, weil er unser Stufenleiter wurde. Der war eigentlich ganz okay. Aber der war echt, echt fies und hat auch wirklich schweren Unterricht gemacht. Ich bin da hängen geblieben nach der Klasse wegen Latein. Das Witzigste war, dass mein Bruder den später an der Uni wieder als Lateindozent hatte, als er sein Latinum nachmachen musste. Für hier katholische Theologie und so. Und er saß in der ersten Reihe und ist vorne die Anwesenheitsliste durchgegangen. Ah, Remfort. Sprich. wirklich, wirklich hart. Also mein Bruder hat es da dank mir leider nicht sehr leicht. Ich finde, ein Lehrer, der dein Leben prägt, also das kann unglaublich viel wert sein. Ja, Lehrer, ja. Ich habe eine Show auf dem WDR, die manche von euch vielleicht schon mal gesehen haben, die heißt Bielendorfer, wo ich mich mit prominenten Gästen treffe. Und danke. Schön, dass ihr sie gesehen habt. Die liegt mir am Herzen, weil ich sie gerne mache. Und ich habe jetzt eine Folge gemacht über Sabine Heinrich. Die ist noch nicht gelaufen, weil wir haben noch nicht die Studiofolge gedreht, aber wir haben zumindest die Einspieler schon gedreht. Und ich habe den Bruder von Sabine Heinrich, ist eine WDR-Moderatorin, die Sie vielleicht nicht kennen, eine wahnsinnig nette Person, Sabine. Und ich habe ihre ehemalige Realschullehrerin getroffen, die mit ihr Mathe hatte. Und die Frau ist 79, 80 Jahre alt mittlerweile, war ihre Lehrerin vor 20 Jahren, 25 Jahren. Und die haben bis heute Kontakt gehalten. Und diese Lehrerin habe ich getroffen, habe mich mit ihr unterhalten über das ganze Thema Schule und so und über natürlich Sabine Heinrich. Ich will jetzt auch nicht die ganze Folge spoilern, aber die hat das gesagt, wo ich dachte, wow, wie sehr würde ich jedem Kind auf der Welt wünschen, Lehrer mit einer solchen Perspektive zu haben, weil sie sagte zu mir, Sabine war so schlecht in Mathematik,
Die hätte auch ihre Ergebnisse würfeln können und sie wären wahrscheinlich besser gewesen als das, was sie ausgerechnet hat. Aber trotzdem habe ich Sabine niemals eine 5 oder 6 gegeben, weil ich wusste, sie bemüht sich. Und zweitens, sie war überall sonst gut und ich habe ja gesehen, dass sie kämpft. Warum sollte man einem Kind, und das gilt für alle Kinder, wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr euch an eure Schulzeit erinnert, warum sollte man jemandem ein Bein stellen, der sich erstens Mühe gibt und der zweitens, nur weil du ja in einer Sache nicht gut ist, auf einmal in allen anderen Sachen nicht mehr gut sein soll. Weil wenn du eine 6 hast oder 2 Fünfen, bist du in der Schule nochmal durch. Ja, ja, klar. Gerade in der Schule... Gerade in der Schule kann ich das super gut nachvollziehen, weil da ist das Wissen ja sehr breit. Die Kinder sind jung, man weiß nicht, was aus denen werden soll oder vielleicht mal wird. Oder die wissen selbst noch nicht. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal mit so einem besoffenen Stück Scheiße auf der Bühne sitze und Quatsch erzähle. Wer hob da? Ich arbeite ja aktuell tatsächlich als Physikdozent. Also ich bringe gerade jungen Studenten Physik bei. Das ist der größte Witz aller Zeiten. Wir reden jede Woche über Schwänze, Pimmel und Pornos. Und offensichtlich haben deine Langweiligen irgendwo... Nein, ein paar davon kennen das. Einer? Ja, nein, ein paar davon kennen das. Wie viele Studenten hast du? 100 oder? Nee, jetzt gerade in den Vorlesungen habe ich so 15, weil die halt nicht in die Online, also weil wir nur Online-Vorlesungen machen. Die schreiben nächste Woche Donnerstag Klausur, sind glaube ich so um die 40. Bei dir? Ja, ja, bei mir. Die schreiben Klausur bei dir? Ja, ich mach... Wie soll man dich denn ernst nehmen? Ja, deshalb mache ich ja keine mündlichen Prüfungen. Nee, die schreiben Klausur bei mir und ich habe da halt meine Erstis, ne, und ich muss denen Physik beibringen. Das sind Maschinenbauer, die sollten schon Grundlagen Physik irgendwie halbwegs können. Bei denen bin ich tatsächlich ein bisschen strenger, weil ich sage so, komm, das Minimum, das müsst ihr können. Ich habe genauso gut im ersten Semester mal Mediziner unterrichtet. Ne? Bei einem Mediziner, also bei einem Arzt, bin ich froh, wenn der behält, wenn ich den Apfel loslasse, fällt der nach unten. Ne? Also wenn der Mediziner am Ende Prozentrechnung kann, reicht das für seinen Job. Ne, weil der muss halt wissen, wenn irgendwie da ein 60-Kilo-Patient ankommt, gebe ich dem eine Pille. Wenn da ein 120-Kilo-Patient ankomme, schmeiße ich dem 3 Pillen in den Mund. Oder 2. Das ist die falsche Annahme, dass der Zusammenhang linear sein sollte. Muss er ja nicht sein. Ne, so. Ich finde auch als Dozent oder als Lehrender sollte man das immer so ein bisschen im Kontext sehen. Ne? Also ich hoffe, dass meine Maschinenbauer ein bisschen mehr nachher noch können als das, was ich jetzt so als Minimum voraussetze, damit die durchkommen. Ne? Ich hatte in meinen Prüfungen, also das mag komisch klingen, aber ja, ich bin ernstzunehmender Wissenschaftler gewesen. Schön, dass du in Vergangenheitsform sprichst, Reinhard. Nein, also ich habe tatsächlich auch Lehramtsstudenten geprüft. Ich habe mal ein, das tat mir wirklich weh und ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe einen Lehramtsstudenten geprüft, der Physiklehrer werden wollte. Und der musste seine praktische Prüfung noch ablegen. Also so einfache Versuche, wo er was erklären sollte. Und der junge Mann war in seinem dritten Versuch. Ich habe das nicht alleine gemacht, die Prüfung, sondern mit einer Kollegin zusammen. Wir haben da gesessen und eigentlich sollte er einen Versuch aus einer Auswahl von 16 Versuchen, die er vorher kannte aus dem Praktikum, sollte er aufbauen, also durchführen, was man misst und erklären, damit er das halt den Schülern erklären kann. Und sagen wir mal so, der hätte Physiklehrer werden sollen und der wusste nicht mal, wie er bei einem Widerstand Spannung und Strom misst. Und das ist so basic, wirklich absolute basic. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht liegt ihm das Thema nicht. Ne, eigentlich wäre er schon durchgefallen an der Stelle. Lassen wir ihn mal einen anderen Versuch machen. Anderer Versuch war auch nicht so pralle. Und dann haben wir gesagt, okay, ist der dritte Versuch, wenn wir den durchfallen lassen, ist sein Studium vorbei. Fragen wir ihn mal. Ne? Die ersten beiden waren nicht ganz so gut. Vielleicht haben wir die auf dem falschen Fuß erwischt. Ne? An der Stelle wäre er schon durchgefallen gewesen. Welchen Versuch kannst du uns denn richtig gut erklären? Dann machen wir den nochmal ausgiebiger und vielleicht kommst du dann noch mit einer 4-0 durch. Ne? Also vielleicht reicht es dann noch. Dann haben wir ihn gefragt, der konnte sich aus den 16 Versuchen einen aussuchen, hat sich einen ausgesucht und da war er noch schlechter als in den anderen beiden. Und dann bleibt dir nichts über, als zu sagen, es tut mir leid, du bist durchgefallen, es geht nicht anders. Dritter Versuch, das heißt Studium vorbei. Und es tut dir als Prüfer selber weh. Es ist wirklich. Wie viele Jahre hat der studiert dafür? 6, 7 Jahre? Ja, so um den Dreh. Der war schon super lange dabei, das fehlte dem noch. Das war so ein Dauerstudent. Ja, halt. Aber wie kann denn jemand 6 oder 7 Jahre studieren? Also ich könnte das mit Widerstand jetzt auch nicht erklären. Aber wenn du Physik studierst und, keine Ahnung, willst Physiklehrer werden, dann musst du das doch können. Wie kann es denn sein, dass... Ja, das ist so, als ob dich als Psychologiestudent jemand fragen würde in der abschließenden Prüfung, was ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide?
Das ist so, das kriege ich noch hin. Ja, ja genau, das ist so das Minimum, was man hinkriegen soll. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich habe jetzt in meiner Prüfung nächste Woche Donnerstag auch wieder 3 Studenten sitzen, die im dritten Versuch sitzen. Ich meine, im dritten Versuch. Also, wo es um alles geht. Niemand kennt die Hintergründe. Ne? Ich möchte niemanden vorverurteilen. Also ich habe selber während meines Studiums viel gearbeitet. Ich hatte kranke Eltern und so weiter. Ich habe selber Prüfungen versaut bis zum geht nicht mehr. Aber wenn ich im dritten... Heroinabhängigkeit auch noch. Ja. Man vergisst nicht die Fettleibigkeit und den Alkohol. Aber im dritten Versuch, da muss man sich doch ordentlich vorbereiten. Also das Schlimme ist, aber es gibt Menschen, die können solche Prüfungen halt nicht ablegen. Ich weiß, aber 90%, vielleicht bin ich da auch zu blauäugig, ich würde sagen, 90% aller Dozenten sind dir wohlgesonnen. Die wollen nicht, dass du durchfällst. Puh, weiß ich nicht. Also aus meiner universitären Erfahrung würde ich auf 70% gehen. Also da gibt es schon, wir hatten einen, der hieß der Exmatrikulator. Der hatte wirklich diesen Namen, weil der mit großer Begeisterung bei der dritten Prüfung, wenn jemand wirklich dann nicht performt hat, dann hat er aber wirklich seinen ganz feinen Füller rausgenommen und hat ungefähr so durchgefallen geschrieben. Und dann hat er auch wirklich so rausgegangen und er hat dir so die Tür gewiesen. Und du musst dir halt vorstellen, was das für eine Lebensentscheidung ist, wenn du jemandem das verwehrst. Das Schlimme ist... Auf der anderen Seite, du kannst natürlich auch nicht jeden Deppen, der nicht in der Lage ist, seine Hose zuzumachen, zum Physiklehrer erklären, nur weil du Mitleid hast. Das geht ja auch nicht. Das Schlimme ist, 10% Arschlöcher hast du immer. Ne? Ich habe einen Kollegen, dessen Namen ich nicht nennen möchte an der Hochschule, der hat jetzt im ersten Semester technische Mechanik bei den Erstis unterrichtet. Und der hat in der Eröffnungsveranstaltung, ne, die Leute kommen gerade an die Uni, die sind alle frisch da, niemand kennt sich, alle haben Angst, ne, kommt er an, in der Eröffnungs-, also in der Einführungsveranstaltung sagt er, schönen guten Tag, mein Name ist Professor Schieß mich tot, bei mir lernen Sie dieses Jahr technische Mechanik, das ist das Fach, für das Sie am meisten lernen müssen und wo die meisten durchfallen werden, es wird maximal ein Drittel von Ihnen bestehen. Das ist doch unnötig. Also auf Deutsch, Dr. Cox ist angereist. Nee, Dr. Cox meint es ja eigentlich nicht. Der ist einfach nur ein Arschloch. Tatsächlich einfach nur ein Arschloch, weil als dann Corona losging, ne, mit hier von heute auf morgen keine Vorlesung mehr, hat er ohne Scheiß den Studenten gesagt, Buch XY, Seite 1 bis 320, Prüfung ist im August. Das war's. Und das war's. Wow. Ja, also manche Leute sind dafür nicht geeignet. Mein Vater ist heute da und ich würde das auch erzählen, wenn mein Vater heute nicht da wäre. Mein Vater ist wirklich erstens ein guter Papa, zweitens ein guter Lehrer gewesen. Also ich glaube, der ist, nicht Hupen, ihr wisst ja noch nicht, aber mein Vater ist in jeder Auflistung der Schule der nettesten Lehrer, also es gibt ja in der Abi-Zeitschrift immer die beliebtesten Lehrer, war mein Vater, glaube ich, immer Platz 1, weil er wirklich auf der einen Seite fachlich sehr gut ist und auf der anderen Seite menschlich einfach, auch wenn er viel Scheiß an mir durchexperimentiert hat, als ich ein Kind war. Also, das sag mal so, der konnte seinen Spaß zu Hause haben. Ne? Nein, mein Vater hat wirklich skurrile Nummern mit mir durchgezogen. Wenn ihr irgendeiner davon hören wollt, lest meine Bücher. In Lehrerkind 1 ist genug drin. Das war hier in Essen. In Essen, alten Essen, war eine alte Milchfabrik. Da hat mein Vater, als ich 4 oder 5 Jahre alt war, ist mit mir dahin gefahren. Gegenüber war sein Lieblingsschallplattenladen. Und er hat mir erzählt, diese alte, vergitterte Milchfabrik wäre ein Kindergefängnis. Und da kommen Kinder rein, die ihre Eltern, beziehungsweise besonders ihren Vater nerven. Und dann hat er mir gesagt, dort drin wäre der kleine Markus, der wäre gerade angekettet. Und ich könnte schellen, wenn ich jetzt nicht lieb wäre in der nächsten Stunde, dann würde ich auch ins Kindergefängnis kommen. Ich war 5 und ich habe wahnsinnige Panik bekommen. Habe dann geschellt, dann sagte mein Vater, der kleine Markus kann natürlich nicht zur Tür kommen, weil... Der ist angekettet. Der ist angekettet. Dann war ich völlig katatonisch und habe eine Stunde neben ihm im Schallplattenladen gesessen, während er alte Pink Floyd-Platten durchsortiert hat. Er fand das sehr, sehr lustig. Trotzdem ist mein Vater nicht nur privat, also ein wahnsinnig liebevoller Mensch, aber auch gegenüber seinen Schülern hat er immer eine Verantwortung gespürt, die ich sehr respektvoll, also wo ich gemerkt habe, dass der gegenüber seinen Schülern immer, oder er von seinen Schülern sehr respektvoll empfangen wurde. Als er seine Abschlussveranstaltung in der Schule hatte, waren viele alte Schüler da, die gesagt haben, dein Vater war der Beste. Und ein Schüler zum Beispiel ruft seit 30 Jahren am Tag seines Abiturs bei uns zu Hause an. Er ist mittlerweile Chefarzt in Hamburg und mein Vater hat ihn in Deutsch durchs Abitur gequält. Also hat ihm wirklich eigentlich das Abitur auf dem Silbertablett gegeben mit 4.0, weil er einfach nicht gut war da drin. Der ist noch Arzt geworden? Und der ist Arzt geworden. Wie denn das? Ja, der ist einfach Arzt geworden. Ist durchgeklagt keine oder Ahnung. Was? Nein, der ist Chefarzt geworden. Ich weiß nicht, was auch immer der getan hat. Der ruft seit 30 Jahren bei uns zu Hause an, jedem Jahr an, wenn er sein Abitur bekommen hat und bedankt sich bei meinem Vater. Als Kind fand ich das immer surreal. Kann er nicht jedes Jahr einen Scheck schicken? Es geht einfach darum, dass ein Lehrer, der dich prägt und der dein Leben mitträgt, ein unglaublich... Bei mir war es mein Deutschlehrer. Ich hatte einen Deutschlehrer. Das ist witzig, bei mir war es mein Physiklehrer.
Ja, wie lange wart ihr zusammen? Mein Physiklehrer war super, das war Herr Obsiatli, hieß der. Der hieß Herr Obsiatli? Ja, der hieß Obsiatli. War der bei Scotland Yard? Nee, Obsiatli war so ein kleiner Typ mit so einem Vollbart. Und der hieß wirklich Herr Obsiatli. Ja, Obsiatli. Der hat einen super Physikunterricht gemacht, alles ein bisschen lockerer. Wir hatten unsere eigene Kaffeemaschine im Physikraum stehen und eine Mikrowelle. Konntest du zwischendurch halt einen Kaffee machen während des Unterrichts. Das war super. Also der war auch immer verständnisvoll, super netter Lehrer. Hattest du einen Lehrer, vor dem du Angst hattest? Ja, ich hatte einen Lehrer. Also wirklich Angst, wo du als Kind gesagt hast... Ja. Also der Sportlehrer war wirklich hart. Aber bei uns war es mein Rektor. Also Angst vor dem Rektor? Ja, ich hatte Angst vor dem Rektor. Ja, der war mein Onkel, das hätte sich nicht so ergeben. Okay, da kann man manchmal auch... Ja, wir haben Weihnachten und an Geburtstagen sehen müssen, ja. Aber der war eigentlich kein mieser Typ, aber war trotzdem, ist es strange, wenn dein Onkel gleichzeitig der Direx ist. Das ist auf jeden Fall sehr unangenehm. Bei uns war es der Direktor Herr B. Herr B. Herr Black. Der hieß Herr Black und Herr Black war früher auf einem Internat. War gefühlt irgendwie, weiß ich nicht, 60, 70 oder so, war durchtrainiert wie sonst was, als wir so einen Kraftraum in der Schule bekommen haben und der die Austauschschüler da durchgezeigt hat, hat er den Kraftraum erklärt, während er 20 Klimmzüge gemacht hat. Oh Gott. Der ist jeden Morgen im Schwimmbad, schon wie ein Arschloch. Der ist jeden Morgen im schuleigenen Schwimmbad irgendwie 20 Bahnen geschwommen. Das heißt, wenn du in der ersten Stunde... Nee, wenn ich du, kann das! Ja, so in etwa, wenn du in der ersten Stunde schwimmen hattest, konnte es passieren, dass er dir in der Umkleide begegnet ist und sich der da gerade umgezogen. Ja. Oh. Sehr unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Und der hat abgesehen davon noch Informatik unterrichtet. Ah. Und das hatte ich bei dem. Und das war hart, oder? Das war richtig hart. Sehr unangenehm. Also wirklich mich, sehr, sehr unangenehm. Also ich habe ja ein paar Bücher geschrieben. Das neue Buch erscheint übrigens Oktober, wenn ihr Lust habt, es zu lesen. Das heißt Die große Pause, Werbung. Müsst ihr aber nicht. Aber einer der Gründe, warum ich überhaupt Autor wurde oder warum ich überhaupt geschrieben habe, war mein Deutschlehrer. Den Namen darf ich sagen, weil ich habe ihn im Buch auch so genannt, Herr Nolte. Und Herr Nolte ist eine der ganz prägenden Figuren meines Lebens gewesen. Er war eine Urgewalt von Typ, der war wirklich, ich habe auch optisch noch nie so einen Kerl gesehen. Herr Nolte war ungefähr 1,60 groß, von hinten sah der aus wie ein Wettkampfschwimmer. Er hat einen ganz kleinen Popo, immer in einer Korthose, hat immer so eine enge Korthose an. Von der Seite sah er aus wie eine Frau, die mit Drillingen schwanger ist. Er hatte unfassbare Plauze. Also sein Profil von der Seite und sein Profil von hinten sahen komplett unterschiedlich aus. Er war einfach sehr dick. Und Herr Nolte war einer der coolsten Typen, die ich je kennengelernt habe. Der kam rein und der hat es geschafft, 30 Assi-Kinder in Gelsenkirchen am Grillo-Gymnasium für Literatur zu begeistern. Also ohne wirklich, Drogen. Ohne Drogen. Er hat einfach uns Bücher erzählt, so dass man Bock hatte, Bücher zu lesen und vielleicht auch zu schreiben. Ich habe dann angefangen, meine ersten Geschichten zu schreiben. Der hat die gelesen. Der hat Schülertheater gemacht und so. Ich habe mein Buch meinem Physiklehrer geschickt. Also Herr Nolte. Der hat mir einen Brief zurückgeschrieben. Das ist aber nett. Ja, war sehr lieb. Hat er geschrieben, du bist ein Wichser oder was? Nee, er hat geschrieben, er wird mal zu einer Lesung kommen, aber er ist leider sehr krank und so. Herr Nolte, leider gleiche Geschichte. Herr Nolte ist mit 65 in Rente gegangen. Und ich habe sogar an seiner End- oder Schlussveranstaltung in der Schule habe ich noch die Rede gehalten. Da war ich in der 13. Klasse. Und ein Jahr später, ja, ich weiß, das ist ein bisschen klassensprechermäßig, die Rede zu halten, aber Herr Nolte lag mir am Herzen. Ein Jahr später ist er auf einem Parkplatz, also er hat immer erzählt, wenn er in Rente ist, dann wird er das machen, durch Europa reisen, Florenz besuchen. Und ein Jahr später, als er dann in Rente war, ist er auf einem Baumarktparkplatz von einem Hund angebellt worden, hat sich erschreckt und hatte einen Herzinfarkt. Und ist mit 66 gestorben. Und das war einer der Momente in meinem Leben, wo ich... dachte, diese Endlichkeit und diese Plötzlichkeit, weißt du, du nimmst dir irgendwas vor und man nimmt sich immer vor, irgendwie, wenn ich das mache, also wenn ich in dieser Phase in meinem Leben bin oder wenn ich in Rente bin, viele Menschen, die jetzt arbeiten, die berufstätig sind, also eine andere Art von Leben führen, die ich jetzt lebe, die du jetzt teilweise zumindest als Angestellter lebst, man nimmt sich immer so viel vor und das ist eigentlich Quatsch, weil... Ja, es ist, also... Nehmt euch nichts vor, was in 30 Jahren ist, weil dafür ist das Leben einfach nicht erwartbar. Also, wie gesagt, meine Mutti ist vor knapp 2 Jahren gestorben und ich erinnere mich noch ziemlich genau dran, habe ich, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt, die letzte, wirklich allerletzte Sache, die meine Mutter mir gesagt hat, als ich sie im Krankenhaus das letzte Mal besucht habe und dann gegangen bin, war, Reinhard, ich hätte gerne noch so viel gemacht, spar dir nichts auf.
Das waren die letzten Worte, die meine Mutter zu mir gesagt hat. Und da muss ich immer wieder dran denken. Ne? Also man denkt sich ja auch irgendwie so, ja komm, das ziehe ich noch durch und dann mache ich das und das. Du kannst morgen tot umfallen. Das heißt jetzt nicht, du hast gerade das Bild rausgezogen. Habe ich? Hast du. Aha. Kannst du wieder reinstecken? Ja, ich stecke das wieder rein, Reini. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie dieses, ne, lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter Sau für den Arsch. Ne? Also man darf auch ein bisschen an die Zukunft denken. Aber man sollte, wie du richtig sagst, man soll nicht irgendwas planen, das mache ich in 10 Jahren oder so. Oder wenn ich mit dem Job mal durch bin, dann mache ich irgendwie, dann weiß ich nicht, zeuge ich ein Kind oder so. Oder das weiß ich nicht. Sehr, ne? Schön, sondern kinderlose Wichser, die auf der Bühne sitzen und Leuten erzählen, nehmt euch nichts vor. Aber es ist wirklich, das ist eine, also wenn ich irgendwas in den letzten 35 Jahren an Lebensweisheit mitgenommen habe, dann ist es wirklich dieses, trink nicht ohne mich. Ja, dann wenn ich etwas mitgenommen habe, dann war es, trink nicht ohne mich. Und zwar, ich glaube, wir müssen auch gleich langsam zum Ende kommen, und oder? Ende? Weiß ich nicht. Reini, ich hab bis 12 Uhr nichts vor und die Leute ja auch nicht. Nein. Wir kommen. Aber ich würde aus meinen privaten Erfahrungen der letzten Jahre und deinen privaten Erfahrungen der letzten Jahre definitiv schlussfolgern, das Leben ist zu kurz, um sich Sachen vorzunehmen. Ja, und auf jeden Fall. Darauf möchten wir anstoßen. Es ist sehr schön, dass wir heute Abend mit euch allen hier sind. Das ist nämlich ein wahr gewordener Traum. Als wir mit diesem Schwachsinn angefangen haben, haben wir nie damit gerechnet, dass sich das mehr, wirklich, das war ja ein Scherz, weißt du, als wir angefangen. Und wir haben nie damit gerechnet, dass uns mal irgendwie mehr als 100 Leute zuhören würden. Jetzt sind es jede Woche, weiß nicht, 100.000. Es ist unfassbar. Wir sind jedem Einzelnen von euch dankbar, dass er diese Möglichkeit uns überhaupt gibt, das hier zu machen. Wir sind euch dankbar, dass ihr heute da seid. Remford, sag irgendwas, was das wieder erdet. Danke. Danke. Jetzt hat er ohne mich getrunken, der Pisser. Hast du noch was Schönes auf deinem Laptop rein? Ich weiß nicht. Das Schlimme ist... Ich habe dir eben das Video geschickt, das Abschlussvideo, was immer laufen muss. Wenn ich die Bühne verlasse, ich habe das jetzt ja... Das, du hast ja nicht mehr eingebaut, du fauler Penner. Das haben wir am Anfang gemacht. Den habe ich noch. Was ist das? So. Weißt du, was eine häufige Frage ist? Was denn? Ob wir wirklich Freunde sind. Nein. Nein, ich krieg sehr oft E-Mails, die dann so die Frage stellen, ist das wie bei euch mit Joko und Klaas oder so? Was denn, dass wir uns nachher hinter der Bühne einen runterholen? Nein, selbst die justiziabel sind. Um das klarzustellen, wir haben keine Kenntnis darüber, dass Joko und Klaas gegenseitig einen runterholen. Ich glaube, sie tun das nicht. Reinhard, ich meinte damit, ob wir uns wirklich menschlich nah sind. Nein, wir haben uns ja tatsächlich bei so Medienscheiß fürs ZDF kennengelernt, für hier Wieso, die Zerleger. Die Zerleger, die war richtig großes. Schlimm. Ja, warum haben wir das eigentlich nicht gezeigt? So, ja, weißt du, was das Schlimmste ist? Ich war ja jetzt letzte Woche bei diesem hier Sprechen, Auftreten, Kommunikation-Workshop mit meiner Frau und eine der anderen Teilnehmerinnen war eine Redakteurin von Dreisat. Oh, und die kannte das? Man kommt ja so ins Gespräch und meinte so, ja, was hast du denn so gemacht? Ich so, ja, die Zerleger bei Wieso, weil die auch für Wieso mal das war wirklich so wie Schwänze geblasen. Das ist nicht so gut. Also ich meine, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Doch, das ist etwas, wofür man sich schämen muss. Das Lustige ist, dass wir uns dort kennengelernt haben. Ja, richtig. Und du warst davon ausgegangen, ich bin so ein Medienarschloch. Richtig. Und du hast dich gefreut, dass ich das nicht bin. Ja, richtig. Das war sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Und dann sind wir sind ja dann tatsächlich, wir haben uns tatsächlich befreundet. Das ist kaum zu glauben, aber ja, wir sind wirklich befreundet. Wir sind wirklich befreundet. Und wir würden auch jede Woche miteinander reden, wenn kein Mikrofon daneben stehen würde. So, wir haben noch eine Klitzekleinigkeit mitgebracht. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob du jemand das geschickt hast oder jemand anders. Wir wollen noch ein bisschen mit euch in Nostalgie und Fremdschämen uns aufhalten. Oh Gott, ich weiß, was das ist. Oh Gott. Ja, und zwar, ihr erinnert euch noch an Gildo Horn beim Eurovision Song Contest? Ihr erinnert euch noch an Stefan Raab beim Eurovision Song Contest? Ja. Und jetzt mal bitte die von euch hupen, die auf Amazon Prime Eurovision den Will Ferrell-Film gesehen haben. Mit dem wundervollen Titel Ja, ja, Ding Dong. Ja, ja, Ding Dong. Ja, ja, Ding Dong. Das ist so ein Song, der kommt am Rande in diesem Film vor von Will Ferrell. Und
der hat in 2 Wochen auf YouTube 1,1 Millionen Klicks bekommen oder so. Okay. Also tatsächlich sehr witzig. Solltet ihr gucken, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, der Film ist toll. Aber Deutschland hat noch was viel, viel Schlimmeres mal ins Rennen geschickt. Das hat es zum Glück nie bis zum Eurovision Song Contest geschafft, sondern wurde im Vorfilter aussortiert. Was könnte das Schlimmste sein, was Deutschland je zum Eurovision Song Contest schicken wollte? Ja, also... Und es ist nicht Lena Meyer-Landrut. Nee, also... Das ist schon... Es fängt mit Z an und endet mit Latko. Genau, es fängt mit Z an und endet mit Latko. Wir sind, Reinhard und ich, für die, die es nicht wissen, wir beide sind ja alte Jungs. Wir waren Anfang der 2000er in einem Alter. Ich habe die erste Staffel von Big Brother gesehen ich damals. Auch. Komplett. Ja, komplett. Das muss ich. Das war ja ein Skandal, das Ding, ne? Weil Leute in einen Container und die ganze Zeit mit Kameras beobachtet, das quasi so. Heute könnte man die Corona Edition machen, ne? Also man schaltet einfach Leute zusammen. Nee, heute ist die Faszination, die es bedeutet, irgendwelche fremden Leute in einen Container zu sperren und die sitzen unter Beobachtung. Heute will sich Willi Herren wahrscheinlich eine Analsonde einführen lassen, nur um im Fernsehen vorzukommen. Das heißt, heute würde Big Brother ja, es gibt ja immer noch Big Brother, Das heißt jetzt Love Island oder so, die ficken halt die ganze Zeit. Was ganz schön ist eigentlich. Wir beiden hätten bei The Beauty and the Nerd mitmachen rein. Ja, also was das, denn? Ja, The Beauty bestimmt. Stell dir mal vor, wir sitzen da mit so 6 operierten Ischen und kommen da rein. Wir sind beide The Beauty. Nein, aber Big Brother war zu der Zeit, als Reini und ich aufwuchsen mit 16, 17, 18, war das wirklich ein Aufreger. Mhm. Trinkst du gerade ohne mich? Mhm. Was bist du für ein würdeloser Mann? Dafür ich schenke einfach nochmal nach. Dafür musst du, nein, du trinkst schön Haselnuss. Haselnuss. Jedenfalls, Big Brother war damals ein Aufreger. Der erste Gewinner der damaligen Staffel hieß John und sah aus. Der hatte echt, auch, ist John? John. War nicht, ja, also Slatko ist vorher rausgeflogen. Man dachte, Jürgen Milski hätte gewonnen. Nein, oder die Schafe mit den großen Brüsten. Rebecca hieß sie, glaube ich. Ist auch egal, habe ich mir nicht gemerkt. Oh, Janina. Spielt keine Rolle. Ich glaube, sie hieß Janina. Jedenfalls, John sah aus, als wären 2 sehr große mexikanische Todesraupen über seinen Augen verstorben. Er hatte riesige Augenbrauen, riesig. Nie wieder was von dem Typen gehört. Wahrscheinlich macht er gerade Sandwiches bei Subway oder so. Jedenfalls eine der damaligen Leuchtfiguren der ersten Staffel Big Brother. Hier ist noch eine Jellybean. Und ist es Hundefutter? Nee, Pudding. Glück gehabt. Glück gehabt. Jedenfalls, aber schön, dass du die von dem Laptop frisst. Egal. Jedenfalls eine der damaligen Leuchtfiguren. Gehen da Leute nach Hause oder zu ihrem Auto? Ich bin mir nicht sicher. Ihr spielt auch keine Rolle. Mach fertig. War Slatko Tripkowski, ein Kfz-Mechaniker aus Hessen, der nicht in der Lage war. Also eigentlich war der so dumm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Slatko ist aber einer der ersten Social Media Stars gewesen, bevor es Social Media gab. Stimmt, das gab es. Also sowas wie Facebook und so. Gab es ja nicht. War zu der Zeit noch nicht, ne? Slatko war der erste, der gehypt wurde, ohne dass es Social Media wirklich gab. Also der konnte nichts. Kann auch bis heute nichts, aber der ist bis zu einer Größe groß geworden, also der ist dann abgetaucht danach, dass man 2 Sachen sogar gemacht hat. Man wollte ihn zum Eurovision Song Contest bringen und der Film. Und man wollte einen Film mit ihm produzieren. Also quasi der Vorgänger von Daniel Kübelböck. Ich versuche, Daniel der Zauberer, den können wir mal zusammen gucken. Ich versuche seit Jahren den Film von Slatko zu sehen. Der ist nie erschienen. Mr. Boogie. Der liegt irgendwo bei der Konstantin Film im Schrank, irgendwo im Keller. Und da müssen 2 sehr muskulöse Security-Männer mit so Schlagstöcken vorstehen, damit den nie jemand sieht, weil du blind und taub wirst, wenn du diesen Film siehst. Es gibt einen 30-sekündigen Trailer. Und Slatko, also den Film werdet ihr alle nie sehen, weil der wird wahrscheinlich nie veröffentlicht, weil jetzt interessiert er 20 Jahre später auch keinen mehr. Aber Slatko Tripkowski war beim Eurovision Song Contest Vorentscheid und hat dort gesungen. Und das... Und zwar das Lied Ich stehe hier für euch. Ich stehe hier für euch. Und das ist für uns ja auch, da muss ich auch stehen, meine Freunde. Es ist ja auch ein Lied, da, guck mal, die Kamerafrau schwenkt direkt mit, du bist ein Hase. Es ist so, dieses Lied wird, ich muss wieder ins Licht gehen, dieses Lied bedeutet uns viel, weil es ja, wir stehen hier für euch. Und Slatko singt für euch. Ist das richtig, Reini? Ja, das Lied geht, glaube ich, 2,5 Minuten oder so. Da müsst ihr durch. Er beendet es mit einer, also er bewertet sich selbst. Er sagt nämlich, danke. Nein. Er bewertet nicht selbst. Ja, ich weiß, er bewertet das Publikum. Er ist beleidigt, weil die Leute buhen und sagt dann allen Ernstes vor, glaube ich, 500 Millionen Zuschauer bei diesem Vorentscheid. Warte, das darf ich, danke, ihr Fotzköpfe. Ja. Und das zeigen wir jetzt. Ja, komm, lass mal laufen. Ha ha.
Das ist auch sehr, sehr klassisch. Das ist mit einem Cello anfängt. So Rondo Veneziano. Ja. Ich stehe hier für euch, das Mikro in der Hand. Ich stehe. Der trifft auch keinen Ton. Gar keinen, aber er singt leise. Du alles, was ich kann. Ich stehe hier für euch. Ich jetzt kommt der Endurteil. Guck mal, der Cello-Spieler. Weißt du, ich hab in diesem Kommunikationstraining eine Sache gelernt. Zeig niemals auf Leute. Danke, ihr Fortschritte. Was für eine schöne Erinnerung. Hast du noch eine? Achso, nee, das ist. Dann sind wir durch. Wirklich? Ja. Hast du nichts, wo ich Elektroschocks kriege oder nee, so? Nee, diesmal nicht. Was ist denn los mit dir? Ich kann dir eine pfeffern, wenn du willst. Ja, da habe ich immer von geträumt. Reini, wir kommen doch noch nicht zum Ende. Ich weiß nicht, haben wir noch was auf unserem Themenzettel? Wir sind schon 2 Stunden 15, aber ich habe heute nichts mehr vor. Sehr warte mal, easy. Wo ist denn der Themenzettel? Hier ist mein O, das O, oh, oh, direkt in die Steckdose, das ist nicht so gut. Mach nix. Ja, die kann das ab. Der Techniker fängt an zu schwitzen, macht euch keine Sorgen, es kann nichts passieren. Wir haben einen Physiker hier. am Ende. Ja, das ist nichts mehr. Nein, es kommt noch was. Ah, warte. Ja. Also erstens, die lustigste Beleidigung, die du je bekommen hast, also oder die in der Schule früher Thema war. Letztens hat mein Vater mir erzählt, der sitzt heute hier und er wirklich, allein jetzt, er sitzt irgendwo zwischen euch und er hat eine Stunde am Telefon nicht aufgehört zu lachen, als er das Wort für Pupsen Analtrompete. Seitdem, wenn man Analtrompete sagt, fällt mein Vater gerade wirklich vor Lachen tot auf den Airbag. Das ist eine, weißt du, also erstens, ich möchte gerne mit dir noch ganz kurz über die schlimmste Beerdigung, die schlimmste Beerdigung war die von meiner Mutter, direkt gefolgt die von meinem Vater. Nein, das spielt keine Rolle. Und danach die von meinem Schulfreund. Jetzt, das ist Schulfreund auch? Ja. Egal. Jedenfalls die schlimmste Beleidigung und dann zum Abschied, Lebensziele, Reinhard. Oh, und dann gehen oh, wir. Dann aber ich habe noch ein kleines Bonbon für euch alle vorbereitet, ganz am Ende. Hast du die Scheiße noch abgespielt oder bist du was, doof? Was denn? Achso, das? Ja. Ja, schaffen ja, wir. Das kriegen wir jetzt. Ja.
Reini, die schlimmste Beleidigung. Die schlimmste Beleidigung. Ich glaube, die, wo ich am angefressensten war, war, als mir ein Masterstudent von der FH, als er mich gefragt hat... Nein, ich spreche aus deiner Kindheit, nicht so. In den letzten 3 Monaten. Ach so, nein, das war nicht da. Das war nicht da gerade ein Maikäfer vorbeigeflogen? Mich hat tatsächlich mal so ein Masterstudent, den ich betreut habe, gefragt, ob ich denn nach meinem Diplom jetzt noch einen Master machen möchte. Der hat sich also selber für einen Studenten gehalten. Ja. Das ist doch eher ein Kompliment. Ja, das war jung. Ich weiß gar nicht, die lustigste Beleidigung. Oder nein, was? Also bei uns war das Schlimmste, was man sagen konnte, Gelsenkirchen-Rotthausen, hier unweit. Ach, das Schlimmste. Steckdosenbefruchter. Steckdosenbefruchter? Steckdosenbefruchter war eine Beleidigung. Ich verstehe bis heute überhaupt nicht, was das heißt. Ich habe damit 8 schon nicht verstanden. Ich finde, also die schönste Beleidigung, die ich mal hatte, war... war hier von Lamborg Nazi-Kommunist. Nee, das ist gar kein Maikäfer. Was ist denn das? Nazi-Kommunist war schön. Aber ich weiß gar nicht, so... Wir haben uns nie beleidigt, wir haben uns direkt aufs Maul gehauen. Essen-Altendorf. Ja, Essen-Altendorf. Und nun zum Abschied des heutigen Abends, Reini Bär. Bevor ich mir meine Balls waxe mit diesem schönen Mittel, was du mir mitgebracht hast. Werden wir jetzt nochmal tiefsinnig? Wir werden jetzt nochmal tiefsinnig. Ich möchte jetzt von dir ein Lebensziel wissen, Reinhard. Was ist eins der Lebensziele, die du verfolgst? Das ist tatsächlich, das ist schlimm, dass es jetzt zum Ende kommt, weil das so ein ernsthaftes Thema ist. Ja. Und auch tatsächlich ein schwieriges, weil... Dann lassen wir das. Nee. Nee, ich habe tatsächlich gerade so im letzten Jahr sehr, sehr viel, ich bin jetzt verheiratet und so, sehr, sehr viel drüber nachgedacht, was denn so mein Lebensziel ist und was ich denn tun will. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass ich, ich möchte etwas tun und ich bin, ich finde es wirklich sehr, sehr schwer herauszufinden, was ich tun will, weil... so den Daily Job machen, so Alltag haben, ist das, was ich nicht will. Das macht mich depressiv, ohne Scheiß. Wenn ich jeden Tag 8 Stunden in einem Büro sitzen muss für einen Chef und dem irgendwas recht machen muss, ich mache das jetzt seit einem Jahr, mir fällt es immer schwerer von Tag zu Tag. Wirklich. Also mein Lebensziel ist es irgendwie... Also das, was meine Mutter mir sagte, ne, zu leben, also nichts aufzusparen. Nicht irgendwie zu denken, okay, ich arbeite jetzt 10 Jahre, um dann irgendwie die Weltreise zu machen. Ich will irgendwie, weiß ich nicht, das klingt so bescheuert, aber das Lebensziel, glücklich sein. Einfach glücklich sein. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich eine Antwort darauf, was man tun müsste, um das zu machen. Also Beispiel Geld. Mir ist Geld scheißegal. Mir ist vollkommen egal, ob ich 1.000 Euro im Monat verdiene, 4.000 Euro oder 5.000 Euro. Geht mir am Arsch vorbei. Also solange mein Geld reicht, dass ich meine Miete bezahlen kann und irgendwie, weiß ich nicht, für Pornhub reicht, ist alles okay. Ne? Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Solange ich keine Existenzängste habe, über die ich nachdenken muss, ist alles okay. Ich habe keinen innerlichen Antrieb, Reichtum anzuhäufen. Ich habe keinen innerlichen Antrieb, irgendwie mir Statussymbole zuzulegen oder so. Ich will einfach nur zufrieden sein. Und ich habe wirklich, und ich denke da immer noch jeden Tag drüber nach, ich führe mittlerweile ein Tagebuch, und ich denke jeden Tag morgens 10 Minuten darüber nach, was ich mit meinem Leben eigentlich tun will. Das ist, also ich finde das super schwer, aber auch super interessant. Also ich glaube, dass die wenigsten Menschen darüber ernsthaft mal nachgedacht haben, was sie tun, weil wir in so einem Hamsterrad drin hängen. Wir haben unseren täglichen Job, in dem wir unsere Pflicht erfüllen und immer wieder immer was machen. Und ich hatte in den letzten Jahren, also wirklich über Jahre hinweg, immer wieder Momente, wo ich im Bett gelegen habe, samstags morgens oder auch werktags irgendwie, wo ich halt keinen Daily Job hatte, sondern selbstständig gearbeitet habe, wo ich im Bett gelegen habe und mich gefragt habe, warum? Warum soll ich aufstehen? Und manche Tage bin ich nicht aufgestanden, das ist mir schwer gefallen. Ich fand es wirklich schwer. Ich finde, es ist auch eine unglaublich schwere Frage, die sich viel zu wenig Leute stellen, weil wir in unserem Alltagstrott festhängen. Was ist unser Lebensziel? Was wollen wir wirklich? Und mein Lebensziel ist gerade irgendwie, weiß ich nicht, ein Großteil davon ist, dass meine Frau glücklich ist, ist ein Lebensziel von mir. Und irgendwie danach, so als zweites, dass ich irgendwie glücklich bin und morgens halt aufstehe und eine intrinsische Motivation habe, aufzustehen und etwas zu tun, was ich gerne tue. Und deshalb bin ich super, super dankbar für das hier. Ich bin super dankbar für diesen Podcast, für dich als Freund, weil ich... Also, für...
Ich bin super dankbar für dich als Freund. Ich bin unglaublich dankbar für Nikolas, mit dem ich Methodisch Inkorrekt seit 7 Jahren mache und auch letztes Jahr eine Tour gemacht habe, weil das für mich der Grund ist, morgens aufzustehen. Dozent zu sein an der Uni ist ganz nett, aber geht mir auch am Arsch vorbei. Ne? Also, weiß nicht, ich nehme mir relativ viele Freiheiten bei meinem Job raus. Ich muss zum Beispiel eigentlich stempeln. Habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr gemacht, weil ich keinen Bock drauf habe. Weil ich mir immer denke, so, was sollen sie machen? Sollen sie mich feuern? Geht mir am Arsch vorbei. Scheißegal. Ne? Aber wenn es diesen Podcast nicht mehr geben würde oder wenn es den anderen Podcast nicht mehr geben würde, damit hätte ich echt Probleme. Da wird mir ein Teil meines Lebens fehlen. Und ich bin unglaublich dankbar, diesen Podcast zu haben, den anderen Podcast zu haben, ein bisschen was bei Twitch machen zu können und so. Ich bin dankbar dafür, dass ich morgens aufstehen kann und etwas tue, was ich liebe. Ich könnte heulen davor Glück an diesem Moment. Wenn ich als Physiker irgendwo arbeiten müsste, 8 Stunden am Tag, würde ich hier nicht mehr sitzen, weil ich mich schon erschossen hätte. Ernsthaft. Also, ich bin unglaublich dankbar dafür und glücklich, dass ich diesen Quatsch machen kann, der einfach nur Spaß macht, der mich glücklich macht. Und ich davon noch nicht leben kann, aber irgendwie so halb. Das ist toll. Macht Spaß. Also, ist schön. Danke. Rein. Komm her, komm. Oh, rein. Oh. Ein schöneres Fazit. Ich hätte jetzt auch noch gesagt, was mich glücklich macht, aber es wäre bei der gleichen Sache gelandet, nämlich Glück zu haben. Es ist ein großes Glück, heute Abend bei euch gewesen zu sein. Vielen Dank für diesen wunderschönen Abend. Das hast du wirklich wunderschön. Mein Gott, also, yes. Du bist aber auch eine Zuckermaus. Es war einfach ein wunderschöner Abend mit euch. Es war eine große Ehre, dass ihr alle heute Abend da wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch 2,5 Stunden Zeit für Alliteration am Arsch genommen habt. Danke, dass jeder einzelne von euch uns jeden Tag folgt, dass ihr jede Woche unsere neuen Folgen hört, dass ihr euren Freunden erzählt, wie viel Spaß ihr an dem Scheiß habt, den wir machen. Wir tanzen so Slatko Tripkowski. Ich meine, sagen wir ehrlich, das ist keine große Kunst. Stimmer kann es nicht mehr werden. Nee, Stimmer wird es nicht mehr. Warte, der Pur-Hit-Mix. Der Pur-Hit-Mix ist noch möglich, aber es war ein wunderschöner Abend. An dieser Stelle noch ein kleiner Spoiler. Wir haben es durch diesen Bildungsurlaub und diese Show hier nicht geschafft, eine neue Folge für Sonntag aufzunehmen. Deshalb gibt es den Mitschnitt aus Frankfurt. Deswegen gibt es den Mitschnitt aus Frankfurt.